Wir beginnen in 2 Minuten. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Vizepräsident des Kantonsrates Rolf Born, sehr geehrter Herr Regierungspräsident Marcel Schwärzmann, sehr geehrter Herr Staatsschreiber Vinzenz Blaser, es freut mich, Sie zum zweiten Tag der Januarsession begrüßen zu dürfen. Bewilligungen für Fotos und Filmaufnahmen aus der Stadthalle Sursee. Folgende Bewilligungen für Film- und Fotoaufnahmen aus dem Ratssaal wurden zusätzlich für den zweiten Sessionstag an Flavio Tesax, Tele 1, erteilt. Gestern hatten wir einen angeregten, strengen Tag. Etwas habe ich mitgenommen, ich sage es zu Beginn. Ein Kollege hatte ja bekanntlich einen runden Geburtstag. Er wollte weiterhin nicht altersmilde sein. Gut, ich habe mir dann überlegt, dies ist nicht zu verwechseln mit Altersstourheit, also durchaus positiv. Fahren wir so weiter heute. Behandlung der dringlich erklärten Vorstöße. Wir kommen zur Behandlung der 11 dringlich erklärten Vorstöße. Paket 1, Anfrage A765 von Claudia Wedekind und Anfrage A766 von Josef Schuller. Paket 2, Anfrage A773 von Markus Gehrig und Anfrage A781 von Marcel Budmiger. Und Paket 3, Anfrage A779 und Postulat 87 von Jasmin Ursprung. Die folgenden Vorstöße werden einzeln behandelt. Postulat 746 von Bernhard Steiner. Anfrage 769 von Martin Birrer, Postulat 770 von Ferdinand Zehnder, Postulat 771 von Andi Schneider und Anfrage 775 von Anja Meier. Sie sind damit einverstanden. Wir beginnen mit dem Postulat 746 von Bernhard Steiner über die Forderung zur Aufhebung der Maskenpflicht an den Luzerner Primarschulen für Erst- bis Viertklässler. Die Regierung beantragt Ablehnung. Bernhard Steiner, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zugegeben, das Thema der Maskenpflicht in der Primarschule für Erst- bis Viertklässler polarisiert und die Meinungen dazu sind innerhalb von vielen Berufs- und Altersgruppen sehr geteilt. Auch wird die Massnahme zwischen den Städten, städtischen und ländlichen Regionen sehr unterschiedlich beurteilt. In solchen Fällen ist es besonders wichtig, eine nüchterne wissenschaftliche Analyse vorzunehmen. Das BAG hat die Daten von der Verbreitung des Coronavirus in den Schulen analysiert und empfiehlt darum primär die wöchentlichen Pooltests. Das repetitive Testen kann die Übertragung und die Verbreitung von Infektionen in der grossen Mehrheit der Fälle verhindern. Erst wenn diese Massnahmen nicht genügend wirksam sind und grössere Ausbrüche oder eine dynamische Zunahme der Fälle zu erwarten sind, empfiehlt das BAG die Maskenpflicht der Schüler. Und dabei wird klar festgehalten, dass die Massnahmen für wenige Wochen zeitlich begrenzt sein soll oder nur regional, zum Beispiel in einer Gemeinde mit hohen Fallzahlen, soll eingesetzt werden. Auch die Regierung in den Deutschschweizer Kantonen, ihre Kantonsärzte und die jeweilige Taskforce haben hier eine unterschiedliche Auffassung. Denn nur so kann man erklären, dass rund die Hälfte der Deutschschweizer Kantone die Maskenpflicht für die Schüler in den unteren Primarschulen nie eingeführt haben. So zum Beispiel die Kantone Obwalden, Nidwalden, Uri, Glarus, St. Gallen, Thurgau, Wallis und die beiden Appenzell. Aber auch die Art und Weise, wie die Masken in der Schule getragen werden muss, ist sehr unterschiedlich. Da gibt es einige Kantone, die zwar die Maskenpflicht können, aber die Schüler können die beim Arbeiten am Pult abziehen. Und auch beim Turnen ist häufig das Tragen der Maske nicht notwendig. Der Regierungsrat führt jetzt hier seiner Begründung die Wirksamkeit der Maske. Bitte entschuldigen Sie mir hier den Ausdruck handgelismete Statistik an, die anscheinend besagt, dass die Ansteckungszahlen in der Primarschule wegen der Maskenpflicht rückläufig sein sollen. Wenn man aber hier die offiziellen Daten von Lustadt anschaut, ist es tatsächlich so, dass im Dezember die Fallzahlen im Alterssegment der Primarschüler rückläufig sind. Aber das trifft auch für andere Alterssegmente zu. Und wie ist denn die aktuelle Situation? Seit dem Eintreffen der Omikron-Variante Anfangsjahr explodieren die Fallzahlen. Im Fall von Primarschülern von der 1. bis 4. Klasse haben sich die Fallzahlen innerhalb kurzer Zeit verfünffacht. Und das, obwohl man gleichzeitig die flächendeckenden Reihentests eingeführt. Das Maskenobligatorium ist im Omikron-Stresstest in den letzten 3 Wochen weitgehend wirkungslos. Und vor allem, wenn man mit den Inzidenzen in den anderen Kantonen, wo die Maskenpflicht nicht besteht, vergleicht. Es ist mittlerweile auch unbestritten, dass die Krankheitslast von Omikron für Primarschüler weit geringer ist als die Krankheitslast beispielsweise von anderen respiratorischen Viren wie RSV oder Influenza. Es ist somit aus medizinischen und epidemiologischen Gründen nicht mehr zu rechtfertigen, die Maskenpflicht aufrechtzuerhalten. Mit der Überweisung des Postulats wird die Regierung beauftragt, die flächendeckende Maskenpflicht für Primarschüler ab der 1. bis 4. Klasse zu sistieren oder durch geeignetere Massnahmen zu ersetzen. Besten Dank für Ihre Unterstützung. Ich erteile Angelina Spöri das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Seit dem 6. Dezember 2021 gilt im Kanton Luzern ab der 1. Klasse generelle Maskenpflicht, ausgenommen davon ist die Basisstufe. Die Massnahmen sind eingeführt worden, damit der Omikron-Variante die Zahl der Ansteckungen auch bei den Kindern stark zugenommen hat. Mit dieser Einführung sind dann auch die Ansteckungen gesunken. Die Maskenpflicht nützt aus unserer Sicht also. Die Regierung hat den Entscheid nach einem guten Abwägen von Schaden und Nutzen getroffen. Das oberste Ziel ist, das Homeschooling zu verhindern. Nach Aussage der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie ist das Tragen von Masken auch bei den Kleinen unbedenklich. Nachfragen haben gezeigt, die Kinder machen das gut und haben meistens wenig Probleme damit. Bei den Eltern sieht das anders aus und Schulleitungen und Lehrpersonen kämpfen mit teils massivem Gegenwind. Das hat sich mit dem Einführen des Pooltesting noch intensiviert und es gibt viele Lernende, die sich nicht testen lassen.
Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen aber, wenige laute Stimmen tönen nach mehr, als es denn wirklich sei. Welche Massnahmen auch immer getroffen werden, alle bekommen wir nie wunschlos glücklich. Wir von der grünliberalen Fraktion hätten uns gewünscht, dass bei diesem Zusammenhang auch der Vorstoss von Ricarda Schaller zu den generellen Massnahmen in der Schule als dringlich erwiesen worden wäre. Wir hätten heute mehr Informationen über Massnahmen und vielleicht auch Nicht-Massnahmen und deren Wirkungen. Mit konkreten Zahlen und guten Erklärungen hätten die Chancen bestanden, weitere Eltern zu beruhigen und Schulen zu entlasten. Aber hier hat, glaube ich, Parteipolitik mehr Gewicht als Sachpolitik. Uns von der GLP macht es Sinn, darum aktuell mit der Maskentragpflicht weiterzufahren. Das auch, weil sich aktuell einfach zu viele Lernende am Pool testen verweigern und somit zu wenig Sicherheit besteht, um die Masken aus den Primarschulen wieder zu verbannen. Wir teilen die Haltung der Regierung und lehnen das Postulat ab. Gertrud Galliker, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir Grünen und Jungen Grünen danken der Regierung für die Antwort zu Postulat 746. Die Antwort gibt pragmatisch das wieder, was ich als Schulleiterin in einem Nachbarkanton nur stützen kann. Der Bundesrat, die Bildungsdirektoren, SchulleiterInnen, Lehrpersonen und Eltern haben einen breiten Konsens dazu, dass die Erhaltung des Präsenzunterrichts in der noch dauernden Pandemie oberstes Ziel sein soll. Zu Recht. Gerade die Phasen mit Schulschließungen haben augenmerklich aufgezeigt, dass den Kindern eines sehr schlecht bekommt, keinen Schulunterricht zu haben. Kinder und Jugendliche brauchen zum Wachsen und Erstarken Gleichaltrige, ältere und jüngere Schülerinnen und Schüler im Schulhaus und einen geordneten Unterricht. Die Schweizerische Pädiatrische Gesellschaft stellt ausdrücklich fest, dass das generelle Maskentragen für eine beschränkte Zeitperiode zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts sinnvoll ist. Ich konnte vor Ort die Einführung der Maskenpflicht für Erst- bis Viertklässler miterleben und kann Ihnen sagen, für die Kinder war das kein Problem. Sie machen das mit einer Selbstverständlichkeit, von der wir lernen können. Die Lehrpersonen sind sich inzwischen gewohnt, neue Anforderungen mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren und Möglichkeiten zu suchen für allenfalls flankierende Maßnahmen. Meist werden seit Einführung der Maskenpflicht vermehrt und klassenversetzt kleine Pausen draußen eingeschaltet. An unserer Schule haben alle Eltern die Maskenpflicht mitgetragen. Sie wissen inzwischen, dass die Kinder Virusträger sind und die Masken der ganzen Familie einen gewissen Schutz bieten. Wir hatten seit Einführung der Maskenpflicht zwar weiterhin einzelne Ansteckungen in Klassen, aber keine Hotspots mehr. Und noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Uns fehlen die Lehrpersonen, die Stellvertreterinnen für die Stellvertreter. Das Aufrechterhalten des Schulunterrichts ist zunehmend nicht mehr möglich, weil das eh schon knappe Lehrpersonal wegen Krankheitsausfällen fehlt. Jede Lehrperson, die wir vor Ansteckung schützen können, ist, ich kann es nicht anders sagen, Gold wert. Wir konnten uns in dieser Pandemie genügend davon überzeugen, mit wie viel Augenmaß unsere Regierung Anordnungen trifft. Für uns Grüne und junge Grüne sind diese Tatsachen Grund mehr als genug, dieses Postulat abzulehnen, und ich hoffe für Sie auch. Ich erteile Melanie Setz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist unbestritten, dass die Massnahmen rund um Corona nicht unbemerkt an unseren Kindern vorbeiziehen. Welche Auswirkungen dies auf sie hat, das wird sich jetzt zeigen. Es ist unabdingbar, dies zu beobachten und allenfalls Maßnahmen zu ergreifen und entsprechende Fachstellen mit den Ressourcen auszustatten.
Aber Kinder, die ansonsten in stabilen Verhältnissen aufwachsen, sind unserer Meinung nach sehr viel resilienter, als wir ihnen zuweilen zutrauen. Und gerade jüngere Kinder nehmen Maßnahmen und Einschränkungen meist genauso ungezwungen oder eben befremdlich wahr, wie es ihre Eltern, Lehrpersonen und weitere erwachsene Vorbilder tun. So auch bei den Masken. Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Evidenz, dass Masken die psychische oder physische Gesundheit von 6- bis 10-jährigen Kindern psychisch oder physisch beeinträchtigen. Der Nutzen ist unserer Ansicht nach aber hoch, die Anwendung sehr einfach. Insbesondere werden so auch die Lehrpersonen besser geschützt und Kinder müssen bei einem positiven Fall eines Gespendes nicht in Quarantäne. Und meine Vorrednerinnen haben es erwähnt, die Schulen können weiter Unterricht vor Ort ermöglichen. Fragwürdig bleibt leider teilweise die Umsetzung der Maskenpflicht. Schulturnen ja, Schulsportverein nein. Damit geht manchmal auch das Verständnis, insbesondere bei den Eltern, verloren. Hier wünschen wir uns klarere Anweisungen, auch von Seiten des Kantons und der Gemeinden. Wir alle hoffen, schon bald wieder im Alltag auf Masken verzichten zu können, aber aufgrund des heutigen Wissensstandes und als Mutter von ohne Probleme Masken tragenden Kindern bin ich und mit mir die SP für Ablehnung des Postulats. Nebenbei, es ist schon erstaunlich, dass sich die Auflehnung gegen das Maskentragen offensichtlich deckt mit den Gegenden mit einer tiefen Impfquote. Ich erteile Gabriela Schneider das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wer trägt schon gerne eine Maske? Für den Schutz vor gegenseitigem Anstecken tun wir das aber mehr oder weniger bereitwillig, weil wir genau wissen, dass wir uns dafür können, relativ frei bewegen können. Betroffen sind logischerweise nicht nur wir Erwachsene, sondern auch die Jugendlichen und die Kinder. Die Maskenpflicht für Schulkinder ab der 5. Klasse besteht im Kanton Luzern ja schon länger. Neu dazu ist ab dem Dezember jetzt noch die Maskentragepflicht für die 1. bis 4. Klässler gekommen. Ausgenommen dabei sind, warum auch immer, die Schülerinnen von der Schule und die Schüler von der Basisstufe. Das Tragen von Masken in den Innenräumen der Schule ist ein relativ einfach umsetzbares, wirkungsvolles Präventionsmittel. Der Kanton hat nachgewiesen, dass er mit dieser Massnahme drohende Schulschliessungen bis jetzt erfolgreich hat können vermeiden. Natürlich soll das Maskentragen für die Schülerinnen und Schüler nur so lange aufrechterhalten werden, wie unbedingt nötig. Kinder stecken sich ja nicht nur untereinander an, sondern sie bringen das Virus auch in ihre familiären Umfeld, wo es dem munter weitergeteilt wird und die Eltern unter Umständen in Quarantäne oder in die Isolation zwingt. Der grösstmögliche Schutz vor Anstecken haben aber auch die Mitarbeitenden im Schuldienst verdient. Von der Lehrperson im Klassenzimmer, über den Hauswart bis zur Mensaköche und dem Schulbusfahrer. Alle die Erwachsenen sind froh, wenn sich die Kinder im Moment, wo die Ansteckungszahlen so hoch sind, in den Innenräumen mit Masken bewegen. Neben medizinisch basierten Studien gibt es übrigens auch Aussagen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, die signalisieren, dass Kinder sehr wohl mit der Maskentragepflicht umgehen können. Vielmehr ist die Frage der Resilienz. Kinder sind nämlich im Allgemeinen widerstands- und anpassungsfähiger, als das wir Erwachsenen das immer meinen. Um den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können, führt im Moment kein Weg vorbei von der Maskenpflicht an den Volksschulen. Die Mitte dankt der Regierung für ihre deutliche Haltung in ihrer Stellungnahme und schließt sich der Meinung an, das vorliegende Postulat abzulehnen. Barbara Lang, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gestern haben wir mehrfach den Vergleich mit anderen Kantonen gehört, wie diese alles gut und richtig machen. Viele Kantone haben die unsinnige Maskenpflicht an der Primarschule gar nicht eingeführt. In den letzten Tagen hat sich der Kanton St. Gallen entschieden, dass er die Maskenpflicht per Februar auslaufen lässt. Auch der Kanton Bern bereitet gemäß Regierungsrat Schnick den Weg zurück in die Normalität vor.
Außerdem erlaubt das Bildungsdepartement neu, während der Pandemie die Kinder zu Hause und ohne Lehrerinnen und Lehrer zu beschulen. Es reagiert damit auf die Entwicklung, dass eine Vielzahl von Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken und zu Hause lässt. Der Kanton Aargau kennt seit Anfangsjahr die Regelung, dass Kinder auch ohne ärztliches Zeugnis bis zu 10 Tage zu Hause bleiben können, was aufgrund der Maskenpflicht rege genutzt wird. Wir müssen sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir verhindern können, dass Eltern ihre Kinder aufgrund unsinniger Maßnahmen zu Hause behalten. Jeder Tag außerhalb der Schule ist ein verlorener Tag. Wir wissen, Corona und insbesondere die Omikron-Variante ist für die Mehrheit der Kinder unbedenklich. Ich bitte Sie, unterstützen Sie das Postulat. Gaudenz Zemp, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, für die FDP ist der Präsenzunterricht ganz zentral und es gilt auch, möglichst aufrechtzuerhalten. Jetzt scheint die Maskenpflicht eine mögliche Massnahme zu sein, um das zu ermöglichen. Über Sinn und Zweck der Maske haben wir schon seit bald 2 Jahren intensive Diskussionen und wir werden es wahrscheinlich nie genau wissen. Von der FDP aus sind wir darum der Meinung, man soll möglichst dezentral können und situativ entscheiden. Das hat man hier gemacht bei der Volksschule. Wir sehen den Einsatz der Maske hier und sie scheint ja auch Wirkung zu zeigen. Es ist für uns aber auch selbstverständlich, dass man die Maskenpflicht sofort aufhebt, wenn das die Situation wieder erlaubt. Von der FDP aus sind wir darum der Meinung der Regierung und lehnen das Postulat ab. Ich erteile Regierungspräsident Marcel Schwärzmann das Wort. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich gehe direkt auf Voten ein, die ich gehört habe. Wir haben verschiedene Maßnahmen, die Testungen und die Maskenpflicht und noch ein paar weitere, aber die Testungen und die Maskenpflicht sind die hauptsächlichen. Wir dürfen diese nicht gegeneinander ausspielen. Es geht nicht darum, wollen wir die Maskenpflicht oder wollen wir die Testungen. Wir brauchen diese Maßnahmen so lange wie notwendig, aber ich kann Ihnen versprechen, wir lassen keine Maßnahme länger in Kraft, als wir überzeugt sind, dass wir sie brauchen. Also wir stoppen die Maßnahmen so schnell als möglich. Ich habe gehört, die Basisstufe, wieso haben wir die Basisstufe ausgenommen? Weil wir wollten die Kindergärten, wollten wir nicht in die Maskenpflicht mit einbinden. Und die Basisstufe ist 2 Jahre Kindergarten, 2 Jahre Primarschule. Jetzt ziehen Sie dort irgendwo die Grenze. Es ist ja auch nicht so klar, ob ein Kind jetzt noch im Kindergarten ist oder in der Primarschule. Die Basisstufe sind 4 Jahre. Und um diese Diskussion zu verhindern, haben wir die Basisstufe ausgenommen. Es gilt eben, wie ich gestern schon gesagt habe, einfache, verständliche Maßnahmen einzuführen. Und einfache, verständliche Maßnahmen heißt nicht, dass sie alle einverstanden sind, aber sie müssen verstanden werden, das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich auch 2 Maßnahmen gehört von anderen Kantonen. Ich will die nicht kommentieren, ich rede nicht anderen Kantonen rein, aber es sind keine klaren Maßnahmen. Wir brauchen eine Regel, um dies dann einzuhalten und fertig. Die Kommunikation, DVS, Dienststelle Volksschulbildung, die hat einen Newsletter und Updates zu den Schulleitern. DVS kommuniziert direkt zu den Schulleitern, zu den Schulleitungen. Diese Schulleitungen kommunizieren direkt zu den Lehrpersonen und diese Lehrpersonen, vielleicht auch direkt ab den Schulleitungen, das spielt keine Rolle, kommuniziert mit den Eltern. Also dieser Kommunikationskanal, der ist eingespielt, der ist offen und der funktioniert. Ich erhalte auch nicht ganz jeden Newsletter, das ist aber auch nicht notwendig. Wir haben eine Kommunikationskaskade und die läuft. Letztendlich müssen wir entscheiden, was uns wichtiger ist. Ich persönlich bin der Ansicht, Fernunterricht ist zu vermeiden. Präsenzunterricht ist ein hohes Gut. Fernunterricht ist zu vermeiden, da müssen wir uns entscheiden, wollen wir
Präsenzunterricht oder wollen wir Maskenpflicht? Das ist halt ein typischer Zielkonflikt und diese Zielkonflikte muss man sich entscheiden. Wir haben uns entschieden, wir wollen die Maskenpflicht, wir wollen ein Pooltesting und damit wollen wir den Präsenzunterricht schützen und den Fernunterricht vermeiden. Aber ich kann Ihnen hier noch einmal bestätigen, damit schließe ich, wir lassen keine Maßnahme länger in Kraft, als wir überzeugt sind, dass sie nützlich ist. Besten Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Die Regierung beantragt Ablehnung. Wir stellen gegenüber erhebliche Erklärung gegenüber der Ablehnung. Wer das Postulat überweisen will, drückt die Taste 1. Wer dieses ablehnt, drückt die Taste 2. Sie können jetzt abstimmen. Sie haben das Postulat mit 88 zu 21 Stimmen abgelehnt. Das Geschäft ist erledigt. Wir behandeln das Paket 1, Anfrage 765 und Anfrage 766. 765 von Wedekind Claudia über die geplante Aufhebung von Polizeiposten im Kanton Luzern. Claudia Wedekind ist mit der Antwort der Regierung teilweise zufrieden und verlangt die Diskussion. Anfrage 766, Schuler Josef, über die Überprüfung des Stationierungskonzeptes für Polizei und Hauptposten und Schließungen von Polizeiposten. Josef Schuler ist teilweise zufrieden und verlangt die Diskussion. Wedekind Claudia, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke der Regierung für die Beantwortung der Fragen. Die von der Regierung empfohlene Dringlichkeit sowie die Antworten zeigen mir, dass erkannt wurde, wie bewegend das Thema des Stationierungskonzeptes ist. Der Planungsbericht, welcher zurzeit in Arbeit ist, begrüße ich sehr. In diesem Bericht soll die Gesamtheit der Maßnahmen und ihr Zusammenspiel umfassend dargelegt werden. Mit diesem Instrument entsteht der Dialog mit dem Kantonsrat und das ist wichtig und auch richtig. Ich bedauere die Panne, die Indiskretion bei der Kommunikation und die dadurch durchgerungenen Informationen im Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung 2030 der Luzerner Polizei. Als Parlamentarierin möglicher Betroffenen Standorte sah ich es als meine Pflicht, hier zu reagieren. Mein großes Anliegen ist es, dass wir die Besorgnis der Bevölkerung wahrnehmen, die Unsicherheiten und Sorgen um ihre Sicherheit vor Ort. Nicht nur die sichtbare Sicherheit, nein, auch die gefühlte Sicherheit. Eine Polizei mit Zukunft soll nicht nur auf dem Papier sein, sondern sie soll gelebt werden. Das heißt, eine Polizei vor Ort, nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur im Auto, sondern auch auf dem Gehweg. Diese Präsenz vor Ort vermittelt Sicherheit in der ganzen Bevölkerung und zugleich ist es das stärkste Zeichen der Prävention. Den Antworten ist zu entnehmen, dass das Stationierungskonzept ein Teil der gesamten OE 2030 ist und dass die Standortentscheidungen noch nicht gefallen sind. Ob die heutigen eingeschränkten Öffnungszeiten das einzige und richtige Kriterium für die Zusammenlegung der Posten ist, da mache ich mir ein Fragezeichen. Vielleicht gäbe es noch weitere Kriterien, um zu bestimmen, wo welche Posten aufrechtzuerhalten sind. Den Antworten ist wiederholend zu lesen,
dass all die Massnahmen auf einer massiven Zunahme von Polizeipersonal basieren. Jede Massnahme, das kennen wir zu gut. Jede Massnahme, die man beschließt, hat Folgen und Konsequenzen. Hier fordern die Massnahmen eine massive Aufstockung vom Personal, damit diese überhaupt umgesetzt werden können. Damit der Kanton Luzern diese Aufstockung von Polizistinnen und Polizisten umsetzen kann, braucht es Menschen, die diese Arbeit ausführen wollen. Und zudem muss dieses Personal finanziert werden. Was geschieht, wenn das notwendige Personal nicht gefunden wird? Was geschieht, wenn das Geld, das es zu investieren gilt, nicht gesprochen wird? Doch nun Schritt für Schritt. Wie eingangs erwähnt, gilt es nun, den Planungsbericht abzuwarten, um dann faktenbasiert die Massnahmen zu diskutieren. Ich bin sehr dankbar für diesen Planungsbericht, freue mich darauf und danke herzlich. Punktlandung. Ich erteile Josef Schuler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mich bei der Regierung bedanken für die Antwort auf meine dringlich eingereichte Anfrage. Ich bin mit dieser Antwort teilweise zufrieden. Meine Anfrage betrifft nicht OE 2030, obwohl ich Bedenken haben könnte, dass ja das Projekt so aufgeleistet worden ist, um Kosten zu sparen, bin ich heute der Überzeugung, dass das eigentlich ein richtiges Projekt ist, gerade auch, weil es ja Investitionen beinhaltet für die Polizei. Und wir von der SP haben auch das im letzten Budget so beantragt, dass es eine Erhöhung gibt für die Polizei. Also die Entwicklung ist richtig. Aber dann bin ich nicht ganz sicher, ob wirklich auch alle Akteure das mittragen. So wie es jetzt in der Antwort auf meine Anfrage aufgezeigt worden ist, gibt es zwar Möglichkeiten, die OE 2030 zu beeinflussen. Und zwar sollten da unbedingt Gemeinden, Polizisten und auch unser Rat einbezogen werden. Ich habe hingegen Mühe in der Art und Weise, wie kommuniziert worden ist. So ein Debakel, wie es gegeben hat zwischen Weihnachten und Neujahr, das darf es einfach nicht mehr geben. Das schwächt das Vertrauen in die Luzerner Polizei. Die JSK ist am 14. Dezember über den Stand der OE 2030 informiert worden und dann sind wir alle überrascht worden, dass es verkündet worden ist, dass jetzt Polizeiposten geschlossen werden und es wird, ist sogar gezeigt worden, welche das es betreffen. Und das ist teilweise sogar ja vom Herrn Regierungsrat bestätigt worden. Dabei ist es ja eigentlich so, dass das jetzt erst am Anlaufen ist, das ganze Konzept. Und das ist ziemlich irritierend für mich auch und darum habe ich auch die Anfrage gemacht. Jetzt heisst es in der Antwort drin, dass noch kein Standortentscheid gefällt worden sei. Nach dem Vorgefallenen habe ich das Vertrauen jetzt aber ein bisschen verloren, dass die Verantwortlichen wirklich jetzt auch die Unterstützung der Gemeinden abholen und auch von den Mitarbeitenden, und dass sie das Vertrauen wieder zurückgewinnen können. Wie gesagt, die OE 2030 steht eigentlich nicht zur Debatte. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Ich will nicht der Regierung in dem Entscheid, ich will nicht, dass die Regierung den Entscheid ohne Mitwirkung und unserem Wissen durchdrücken. Ich bin zufrieden mit der Antwort der Regierung, wo es heisst, dass die zuständigen Kommissionen für Justiz und Sicherheit und auch der Rat im Rahmen vom Planungsbericht umfassend informiert und konsultiert werden werden. Was das Debakel zeigt, ist, dass die Loophole
ein Defizit in der Kommunikationskultur hat. Darum rege ich an, dass Kommunikationskonzept überarbeitet werden soll. Ich bedanke mich für meine Wortmeldung hier. Valentin Arnold, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Auch ich komme aus einer Gemeinde, die betroffen ist von der Schliessung des Polizeiposten. Aber ich habe mich doch gefragt, wenn ich das letzte Mal auf dem Posten war. Das ist 15 oder 20 Jahre her, wo mein Sohn ein bisschen an seinem Töffel umgebastelt hat und ich musste erscheinen. Heutzutage muss man ja nur auf dem Posten erscheinen, wenn man vorgeladen wird. Aus anderen Gründen, alles andere kann man auch online machen. Ich bin also in den letzten 20 Jahren nie mehr in unserer Gemeinde auf dem Posten gewesen. Ich weiss auch nicht, wer dort arbeitet. Entweder bin ich letzten 20 Jahre zu brav gewesen oder einfach zu clever, um mich zu verrutschen. Wie man in den Antworten vom Regierungsrat sieht, ist die Tendenz dazu, dass man grössere Posten macht. Das macht auch Sinn, weil auf einem grösseren Posten können auch alle Dienstleistungen angeboten werden. In unserer Gemeinde ist der Posten, ich habe das danach nachgeschaut, noch an 3 Tagen in der Woche für ein paar Stunden von 2 Personen besetzt gewesen. Für mich persönlich hat das mit dem Sicherheitsempfinden nicht viel zu tun. Ich glaube noch nicht, dass Kriminalität in den Gemeinden ohne Post, ohne Polizeiposten höher ist als in anderen. Entscheidend ist für mich als Bürger die Einsatzzeit, wenn ich die Polizei rufe. Und die Einsatzzeit wird man mit vermehrter Patrouillentätigkeit sehr wahrscheinlich verkürzen können. Kommunikation im Vorfeld ist natürlich verbesserungsfähig mit der ganzen OE 2030. Aber die Antworten auf die Anfragen, mit denen kann ich mich einverstanden erklären. Laura Spring, Sie haben das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Valentin hat für einen Teil unserer Fraktion gesprochen, ich rede für den anderen Teil. Ich danke aber auch herzlich dem Regierungsrat für die ausführlichen und informativen Antworten. Sie zeigen grundsätzlich, dass die Organisationsentwicklung 2030 in eine gute Richtung geht. Aber das Schliessen von Polizeiposten ist ein sensibles Thema. Wichtig für uns Grüne, junge Grüne, ist eine moderne Polizei, die nah und schnell bei den EinwohnerInnen dort ist. Und es ist gut, wenn überprüft wird, ob man das mit einem veränderten Stationierungskonzept erreichen kann. Falls aber vermehrt auf Patrouille gesetzt wird, ist es zentral, PolizistInnen sind wichtige Bezugspersonen für Quartier und für Dörfer. Darum sollten sie auch bestimmte regionale Einsatzschwerpunkte haben. Sie können so das Vertrauen aufbauen zu der Bevölkerung und spezifische Kompetenzen für den Ort oder die Regionen. Das haben wir jetzt gerade gehört beim Valentin. In gewissen Regionen ist vielleicht das mit den Töffeln wichtig. Im Babelquartier, wo ich lebe, haben wir definitiv andere Themen. Und ich möchte dort dann auch die Polizei haben, die weiss, auf was sie trifft und gut einsatzfähig ist. Es ist auch für die Polizistinnen besser, wenn sie nämlich genau auf das ausgebildet sind, was sie dann durchführen müssen. Die Polizei ist ein essentieller Service Public, der im Kanton Luzern mehr und nicht weniger Ressourcen braucht. Die Luzerner Polizei muss sich den genannten Herausforderungen stellen: Urbanisierung, Digitalisierung, Wertewandel, Migration und 24-Stunden-Gesellschaft. Das sind wichtige Schwerpunkte für die Weiterentwicklung. Wir junge Grüne und Grüne haben sich im letzten Jahrzehnt für den Ausbau der Ressourcen der Polizei eingesetzt. Leider hat die Sparpolitik vom Kanton das verschleppt und macht es immer noch. Die Schliessung von so vielen Posten ist auch eine Spätfolge dieser überlasteten Polizei. Und wir hoffen, dass die Gemeindevertretung erkennt, dass die Sparpolitik nicht spurlos am Service Public im Kanton vorbeigeht und dass künftig die nötigen Ressourcen gesprochen werden. Es braucht eine öffentliche und auch politische Diskussion, weil es sind politische Entscheidungen. Und darum müssen die Gemeinden gut einbezogen werden und auch Polizeiangehörige, die müssen beteiligt sein an dieser Diskussion und transparent informiert werden. In dem Sinne danken wir,
dass das jetzt in Zukunft vermehrt das Augenmerk auf das gerichtet wird und wir freuen uns auch auf den Planungsbericht. Danke vielmals. Mario Gozio, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, wir wissen alle, dass es ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit dieser Kommunikation und dass man jetzt halt durch die Zeitungsbericht auch ein bisschen zu früh über etwas redet, wo man gar noch nicht genau weiss, wie es aussieht. Grundsätzlich danken wir sicher auch der Regierung für die Beantwortung. Es war spannend, das zu lesen und als Mitglied von der JSK freue ich mich natürlich auch auf die Informationen innerhalb der Kommission und die Beratung der Botschaften im Rat. Am Bevölkerungswachstum dem muss einfach Rechnung getragen werden. Das ist klar, die Polizei, wie alle anderen Institutionen, soll ihre Effizienz steigern. Sie soll ihre Chancen nutzen und zum Beispiel gerade auch, wie in der Antwort ein paar Mal ausgeführt worden ist, die Chancen der Digitalisierung anerkennen. Ein Stationierungskonzept aus den 70er Jahren darf und sollte dabei natürlich auch überarbeitet werden. Ich weiss, wir haben jetzt ganz viele Leute von betroffenen Gemeinden und ich weiss auch, dass in einem Jahr, ohne jetzt jemandem etwas zu vorwerfen, Wahlen sind und dass man sich jetzt natürlich in der Region stark machen muss. Aber Hand aufs Herz. Was gibt wirklich ein Sicherheitsgefühl? Ich kann es vielleicht schnell sagen, ich wohne gegenüber vom Polizeipost und übrigens auch der Staatsanwaltschaft hier zu Hause. Und ich habe mich jetzt noch nie sicherer gefühlt. Bei der Polizei habe ich vielleicht eher Angst gehabt, dass sie mal blitzen, wenn ich mit dem Auto zu schnell bin. Und lieber Valentin Arnold, du hast mir ein bisschen Pointe geklaut. Ich war das letzte Mal auf dem Posten, wo ich am Töffel herumgeschraubt habe. Ich glaube, was wirklich wichtig ist für die ganze Bevölkerung, und ich weiss, wenn ich von der Digitalisierung rede, wir haben auch Leute, die dort nicht drin sind und vielleicht auch nie werden reinkommen oder nicht mehr werden reinkommen. Die Polizei muss einfach erreichbar sein auf verschiedenen Medien. Also man muss immer anrufen können und wenn man etwas hat oder eine Frage hat, muss man dort nennen. Aber ich persönlich sehe es so, dass wenn die Polizei vermehrt patrouilliert, dass man mehr ein Sicherheitsgefühl aufbauen kann. Wenn wir jetzt gerade an uns hier denken, die Polizei, die da ist, die gibt uns jetzt Sicherheit. Wir fühlen uns dank ihr sicher, die vor Ort ist. Und nicht, weil wir wissen, dass sie in der Zentralstrasse am Schalter hockt. Die eigentliche Frage, die wir aber hätten stellen, ist, wie werden derige Indiskretionen und derige Kommunikationsfauxpas in Zukunft verhindert? Das wäre eigentlich spannender gewesen zu wissen, weil das hätte ja eigentlich nicht mehr passieren. Entsprechend, wie ich schon eingängig gesagt habe, freue ich mich auf die Diskussion in der Kommission und nachher im Rat und danke der Regierung nochmal für die Beantwortung. Merci vielmals. Melanie Setz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Schade, sind die Informationen nicht bereits früher eingegangen, zum Beispiel in die JSK, und haben müssen durch eine sogenannte Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangen. Seit Jahren hat die SP versucht, Ressourcen von der Polizei wie auch von der Staatsanwaltschaft zu stärken. Insbesondere auch in den Bereichen organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Cybercrime. Das ist uns bei den Budgetberatungen immer wieder verunmöglicht worden. Wenn jetzt insbesondere bürgerliche Politikerinnen und Politiker über einen Abbau, der Regierungsrat nennt es Umbau, im Service Public lautstark klagen, ist das in meinen Augen nicht ganz ehrlich. Umstrukturierungen finden meistens aufgrund eines Finanzmangels statt und haben eine Verschlechterung des Service Public zur Folge. Auch hier in 2030 gibt es finanzielle Gründe. Die fehlenden Personalressourcen sind nach jahrelangen Sparübungen hausgemacht und werden sich wahrscheinlich auch nicht verbessern, wenn die Schweizer Garde eine modernere Kaserne mit Unterstützung vom Kanton Luzern überkommt, wie sich das der Regierungsrat Paul Lüniker wünscht. Sie hätten aber gegen den Personalmangel ein Zeichen können setzen, zum Beispiel mit der Annahme von Noel Bucher in ihrem Postulat, auch Personen mit C-Ausweis den Zugang zur Polizei zu ermöglichen. Und bitte, denken Sie an die Diskussion, wenn es darum geht, im Rahmen der UE 2030 Ressourcen zu sprechen. Die SP ist offen für Reorganisationen, wenn sie einen Nutzen bringen für die Bevölkerung und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn sie Anpassungen an die heutigen Bedürfnisse und digitalen Möglichkeiten beinhaltet und weiterhin eine gute Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen gewährleistet und nicht einen Abbau im Service Public. Und noch als Letztes. Auch wenn es im Kanton Luzern nach wie vor leider ein bisschen verpönt ist, möchte ich beliebt machen, bei tätig brisanten Umorganisationen auch die Personalverbände zu informieren und deren Haltung und Empfehlungen in Bezug auf die Mitarbeitenden einzubeziehen. Vielen Dank. Gisela Wittmer, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Grosse Irritation hat das auch in einer Agglomerationsgemeinde Adligenswil, wo ich Gemeinderätin bin, ausgelöst, die Kommunikation. Wir haben eigentlich eine sehr gute Kommunikation erfahren vom Regierungsrat Paul Wienicker und dem Adi Achermann, wo es im Vorlauf war von der Auflösung des Polizeiposten Adligenswil. Die Kommunikationsart hätte ich mir gewünscht, weiterzuführen. So sollte man eigentlich sehr klar in Kontakt bleiben mit den Gemeinden. Was heisst das für Gemeinden, wenn man in Aussicht stellt, Polizeiposten aufzulösen? Präsenz vor Ort ist ein hoher Wert, gerade für eine älter werdende Bevölkerung, für aber Familien, die vor Ort wohnen und sich bewegen, Schüler, die die Strassen queren. Wir haben jetzt nicht eine Erhöhung von einer Kriminalitätsrate in Adligenswil, das ist nicht zu vermerken. Aber die Präsenz darf nicht weiter vermindert werden. Trotz digitalem Schalter müssen wir Zugänglichkeit gewährleisten. Wir haben es schon gehört in den Vorreden. Der Servicebügel darf nicht abgeschafft oder vermindert werden. Ein weiterer Abbau von Polizeiposten ist also zu vermeiden. Die Anfahrtswege werden länger, da müssen wir nicht die Augen verschliessen. Bei einem Notfall muss die Polizei schnell vor Ort sein. Somit ist eben das Polizeietat, wie es die SP schon lange fordert, zu erhöhen, damit wir das gewährleisten können. Unsere ältere Bevölkerung ist vielleicht nicht alle gleich digital affin. Es ist zwar eine Möglichkeit, sich einzubringen und Meldungen zu machen, aber wir müssen das berücksichtigen. Wir als Kantonsrat haben die Verantwortung, die entsprechenden Ressourcen zu sprechen. Denken Sie daran, bei den nächsten Beratungen, dass Sie dann der SP auch folgen und entsprechende Ressourcen sprechen. Kommunikation mit den Gemeinden, da sind alle betroffen, von einer Änderung muss verbessert werden. Auch Polizei und der Kantonsrat selber natürlich muss in die weiteren Schritte mit einbezogen werden. Armin Hartmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die SVP ist unglücklich, wie sich Debatten und Organisationsentwicklung 2030 von der Luzerner Polizei entwickelt hat. Durch eine Indiskretion ist ein Element von einer umfassenden Strategie herausgebrochen worden, aber auch gezielt skandalisiert worden. Ein schlechter Start für so ein zentrales Projekt. Die SVP zeigt aber Verständnis, dass die am Anfang spärlichen Informationen in den betroffenen Kreisen zu Verunsicherung geführt haben. Polizeiposten sind mit Emotionen verbunden. Und immer, wenn es um einen Umbau von Leistungen geht, führen Teilinformationen rasch zu Ängsten. Jetzt, wo sich aber der Nebel gelegt hat, ist es an uns Politikerinnen und Politiker, den aktuellen Stand politisch zu bewerten. Wir bedanken uns bei der Regierung für die Antworten und den Versuch, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Für die SVP-Fraktion sind diese Antworten so stimmig. Die gemachten Gedanken sind für uns nachvollziehbar und wir sind bereit, im Rahmen des Planungsberichts uns die Gedanken anzuhören und unvoreingenommen in die Diskussion einzusteigen. Unsere Position ist dabei klar. Die SVP will, dass sich Menschen im Kanton sicher fühlen. Wir wollen gute polizeiliche Leistungen und das tun wir messen anhand der Interventionszeiten. Wir verlangen, dass die OE eine ganz klare Reduktion von den Interventionszeiten bringen. Wir wollen eine gute Verankerung der Polizei in den Regionen. Man darf und man soll sich auch können. Letztlich wollen wir Rahmenbedingungen, dass die Polizei ihren Leistungsauftrag effektiv und effizient erfüllen kann. Dafür muss sie sich zwingend immer wieder selber hinterfragen. Das ist eine Führungsaufgabe. Und ich habe absoluten Respekt, dass das Polizeikommando und das zuständige Departement die Führungsaufgabe wahrnehmen. Für uns ist es klar, um diese Ziele zu erreichen, braucht es mehr Ressourcen und wir sind bereit, über Aufstockungen im Rahmen des Planungsberichts zu reden. Wir verlangen aber auch einen sauberen Prozess,
Es braucht eine nachvollziehbare Evaluation von diesen Polizeiposten und der muss ergebnisoffen sein. Es braucht eine Diskussion mit den Mitarbeitenden und vor allem auch mit den Gemeinden und die Diskussion muss auf Augenhöhe erfolgen. Es braucht abschließend eine saubere Kommunikation und das, was wir hier vor uns haben, lässt uns schon fragen, wie wir in Zukunft dieser langfristigen, weitreichenden Projekt kommunizieren wollen. Die Regierung hat es eigentlich richtig gemacht. Man hat zuerst die betroffenen Mitarbeitenden informiert, dann den VLG und hat einen sauberen Kommunikationsfahrplan gehabt. Es wäre falsch, wenn wir diese Indiskretion jetzt würden belohnen würden. Behalten wir das Gesamtsystem im Auge und reden wir darüber, wenn der Planungsbericht da ist. Philipp Bucher, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir danken der Regierung für die Beantwortung der beiden Anfragen A765 von Claudia Wedekind und von Josef Schuler A766. Aus unserer Sicht sind die Fragen ausführlich und schlüssig beantwortet, was nicht heißen soll, dass da keine offenen Fragen mehr im Raum wären. Ja, wäre da nicht einmal mehr ein Informationsleck aufgetreten, respektive eine Indiskretion. Es ist aus unserer Sicht nämlich einfach schade, dass immer wieder Träger von Informationen einfach nicht wissen, wie damit umgegangen werden soll. Es wäre für den ganzen Prozess der OE 2030 mit Sicherheit sachdienlicher gewesen, wenn zuerst, wie geplant, die ausführliche Information und Diskussion in der zuständigen Justiz- und Sicherheitskommission stattgefunden hätte. Viel mehr als Verunsicherung hat die mediale Berichterstattung nicht geschaffen. Und schon gar keinen Mehrwert. Es ist eine Tatsache, dass bereits heute in 50 Gemeinden in unserem Kanton keine Polizistinnen und Polizisten in einem Posten vor Ort sind. Gibt es Hinweise darauf, dass in diesen Gemeinden in Bezug auf die Sicherheit oder das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht? Spannend finden wir auch die Tatsache, dass das aktuelle Standortstationierungskonzept auf Überlegungen aus den 70er Jahren basiert. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Welt verändert und damit auch die Sicherheitslage. Wir bleiben gespannt auf die weiteren Ausführungen von Regierungsrat Paul Winiker im Rahmen der heutigen Behandlung dieser beiden Anfragen und dann insbesondere auch im Rahmen der Sitzung der JSK. Hier erwarten wir, dass auch der Polizeikommandant Adi Achermann Stellung nehmen wird. Es wird zweifellos eine große Herausforderung sein, die Umsetzung der Maßnahmen so aufzugleisen, dass die entstandene Verunsicherung korrigiert werden kann. Die FDP, die Liberalen, sind mit der Antwort des Regierungsrates zufrieden. Carlo Biani, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir führen heute eine Diskussion zur Organisationsentwicklung lediglich auf der Basis eines Teilprojektes, welches verständlicherweise sehr viele Emotionen auslöst. Die Mitte ist nach wie vor überzeugt, dass die dezentrale Stationierung und die Präsenz der Polizei wichtig für das Sicherheitsempfinden der Luzerner Bevölkerung ist und gleichzeitig einen großen Anteil an Präventionsarbeit abdeckt. Die Mitte-Fraktion wird die OE 2030 diesbezüglich ganz genau mitverfolgen, aber nicht nur aufgrund von diesem Teilprojekt. Die Mitte will aber auch den Inhalt der gesamten OE kennen. Erst mit dem Einbezug aller Teilprojekte dieser OE kann sachlich beurteilt werden, welche Maßnahmen im Fokus der OE stehen und vor allem warum. Der Mitte ist es darum wichtig, dass in den nächsten Wochen in den verschiedenen Gefäßen lückenlos informiert wird. Die zusammenfassenden Vorbemerkungen, die beider Anfragen, geben einen Eindruck, was die OE will. Die Erstellung des Planungsberichtes unterstützt die Mitte, damit das Gesamtprojekt OE sachlich diskutiert wird. Daniel Rüttimann, Sie haben das Wort. Herr
Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Postulat 32 vom Oktober 2020 ist es um die verstärkte, sichtbare Polizeipräsenz gegangen. Das haben wir als Kantonsrat hier teilweise erheblich überwiesen. Als Gemeinderat von Hofteren mit entsprechendem Ressort Sicherheit möchte ich erwähnen, dass die aktuelle Zusammenarbeit mit der Polizei sehr kooperativ und sehr gut funktioniert. Die Wege sind kurz und wir können sich. Und ich glaube, auf dieser guten Basis sollen wir weiterarbeiten. Aber die personellen Ressourcen momentan sind knapp. Sie sind eigentlich zu knapp. Es braucht da dringend und baldmöglichst zusätzliche Ressourcen, mehr Stellen eben auch für die sichtbare Polizeipräsenz. Und das ist ja da jetzt in diesen Antworten schon aufgezeigt und das ist gut so. Der OE-Prozess 2030, der startet ja erst jetzt. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass wir sowohl als Gemeinderat wie auch als Kantonsrat sachlich, fundiert denn das weitere Vorgehen besprechen und die bestmögliche Lösung gemeinsam findet. Hans Stutz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Anwesenden, liebe Fernsehenden. Ich habe jetzt mehrmals die Klage gehört über die Indiskretionen, über die schändlichen Indiskretionen. Ich muss die Medien hier loben. Sie haben ihre Aufgabe getan. Und die Klagenden sollen sich doch einmal fragen, warum geht jemand zu einem Medienschaffenden oder zu einem Medium und bedient sie mit Informationen. Armin Hartmann hat hier einen Hinweis gegeben. Er hat gesagt, spärliche Informationen. Also Halbwissen, das da war und das verlangt natürlich nach vollständigem Wissen. Und Medienberichte sind ein Teil dazu. Leider ist es ja so, dass wir immer noch ein Kanton sind, der kein Öffentlichkeitsprinzip hat. Und wir sind immer noch ein Kanton, der ein obrigkeitsstaatliches Informationsverhalten hat, der erst dann informiert, wenn Entscheide gefallen sind oder Vorentscheide. Aber was fehlt, ist der Einbezug von Betroffenen, von allen Betroffenen. Und solange das so bleiben wird, wird es Indiskretionen geben. Und ich freue mich bereits auf die nächste. Hilfet Fanei, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich war in der Legislatur 2015 bis im 18. JSK und wir haben auch den Planungsbericht von 2014, wo damals diskutiert worden ist, dort ist immer zur Diskussion gestanden, weil wir ja in der letzten Legislatur sehr viele Sparpakete hatten, nämlich KP17, andere Sparpakete. Und immer wieder ist die Diskussion geführt worden um die Stellen bei der Polizei, wo wir ja mit dem Planungsbericht 2014 gesprochen hatten. Dort schon hat ja die Polizei einen OE-Auftrag gehabt, nämlich 32 Stellen zu schaffen und 50 Stellen sind bewilligt worden. Die Stellen sind eigentlich dann gar nicht umgesetzt wurde, weil wir einerseits die Stelle dann gekürzt haben, entweder sistiert haben oder die Stellenerhöhung gestreckt haben. Und wenn ich jetzt heute da von der Mitte bis FDP und SVP höre, wie man sich für die Bevölkerung, für die Sicherheit einsetzt und dass man das anschaut und dass das wichtig ist und alles, die Diskussion kommt mir so bekannt vor, weil wir amigs immer im Frühling ungefähr, wenn es nicht ums Budget gegangen ist, immer wieder Thema war, dass ihr sagt, ja, für die Sicherheit setzen wir uns ein. Aber wenn es dann wirklich darum gegangen ist, diese Stellenerhöhung jetzt zu bewilligen, nämlich beim AFP, beim Budget, haben sie das wiederum vergessen, haben einfach aufs Knöpfchen gedrückt und haben ihre Versprechen haben sie dann dort vergessen. Und darum bitte, die Polizei ist jetzt wieder vor einer OE. Und das ist auch wichtig und richtig, dass der Planungsbericht jetzt hier erarbeitet wird. Aber bitte erinnern Sie sich daran, was Sie heute sagen
und was sie dann nachher beim Budget dann auch machen, weil EOE bringt nur etwas, wenn man dann das auch umsetzt. Und darum bitte ich Sie, sich daran zu erinnern, was Sie da versprechen. Herr Regierungsrat Paul Winiker, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken für die doch sehr wohlwollenden und konstruktiven Votanten, sowohl die beiden Postulantinnen und Postulanten, aber auch bei den Antworten der verschiedenen Sprechenden. Das Projekt Organisationsentwicklung der Polizei ist ein gutes Projekt und ein wichtiges Projekt. Und es soll die Sicherheit für den Kanton Luzern für die nächsten 10 Jahre garantieren und sicherstellen. Wie jede Organisation, die das tut, muss man eine eigene Strategie wieder mal auf den Prüfstand stellen. Man muss eine gute, umfassende, sorgfältige Lagebeurteilung machen. Dazu gehört eine Beurteilung der Umweltfaktoren. Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt? Wie hat sich auch unser MitarbeiterInnenkörper entwickelt etc.? Was gibt es für Herausforderungen? Und diese Herausforderungen für die Sicherheit, die, das darf ich hier sagen, die sind enorm. Und die wurden auch in diesem Konzept umfassend dargestellt. Sicherheit ist auch für unseren Wirtschafts- und Lebenskanton ganz sehr wichtig. Sicherheit ist ein Standortfaktor. Und das ist für die Regierung ganz besonders wichtig. Es ist ein Standortfaktor für die Wirtschaft. Wir haben gute Chancen, in den nächsten Jahren unseren Kanton weiterzuentwickeln, auch die Wirtschaftsentwicklung, die braucht Sicherheit. Und die Menschen, es gehört zur Lebensqualität, das wurde auch immer wieder geäußert, die Sicherheit gehört zur Lebensqualität. Ja nun, und jetzt hat die Polizei in den letzten 2 Jahren ein wirklich umfassendes Konzept erarbeitet und dieses Konzept an der letzten Klausur des Regierungsrates vorgestellt. Der Regierungsrat hat grundsätzlich die Stoßrichtungen, die 2 Hauptstoßrichtungen gut geheißen, nämlich einerseits, es braucht mehr Mittel, es braucht mehr Know-how, es braucht mehr Ressourcen und es braucht Investitionen und es braucht auch in der Ablauf- und Aufbauorganisationen Anpassungen. Es wurde genannt, verschiedene Faktoren, die gehen auf die 70er Jahre zurück. Hier braucht es umfassende Erneuerungen in den Prozessen, aber auch in der Aufbauorganisation. Und ganz zuletzt heißt das eben auch Auswirkungen auf das Stationierungskonzept. Und jetzt zäunen wir das Pferd am Schwanz auf, anstatt dass man das, was wir nämlich wollten, am 12. Januar in der Echo-Gruppe VLG informieren und auch den Personalverband vorher natürlich auch intern zu informieren und dann am 7. Februar eigentlich VLG und auch die JSK zu informieren, um dann mit einem Planungsbericht eigentlich auch die Diskussion im Parlament zu führen. Stehen wir jetzt da, wir diskutieren zum Teil über das Ohr und wir sehen nicht die ganze Kuh. Und das habe ich auch gelernt, wenn man über ein Projekt spricht, sollte man das ganze Projekt sehen und nicht nur ein Teil herausreißen. Ja, und selbstverständlich die ganze Kommunikation, die Planung, die war schon sehr gut. Und es gibt auch einen Grundsatz, den habe ich hierhin auch gehört. Zunächst muss man in einem Projekt mal intern informieren und dann extern. Und dann die verschiedenen betroffenen Gruppen, da gehören die Gemeinden selbstverständlich dazu. Der Regierungsrat hat den Vortragenden dieses Projektes ganz klare Aufträge erteilt im letzten Jahr. Es ist ein sensibles Thema, vor allem auch die ganze Standortentwicklung, und hat den Auftrag erteilt, mit einem ganz sorgfältigen Kommunikation die Beteiligten und die Betroffenen einzubeziehen. Ja nun, das wurde ein bisschen übersteuert. Ich beklage jetzt nicht mehr das, sondern ich möchte einen konstruktiven Weg führen und diesen konstruktiven Weg
ist jetzt am 7. führen wir die Diskussion mit dem VLG. Wir werden mit den Regionen die Diskussion führen. Wir werden den Planungsbericht hier dann vorlegen und auch entsprechende Aufträge, Bemerkungen entgegennehmen. Und selbstverständlich gibt es zwei wichtige Faktoren. Einerseits im Planungsbericht das schrittweise dann auch sorgfältig umzusetzen und einzelne Entscheide auch sorgfältig mit den Gemeinden, mit den Regionen umzusetzen, allenfalls auch zu justieren. Es wurden keine Entscheide diesbezüglich gefällt. Und andererseits natürlich die Ressourcenfrage, die wichtig ist, im nächsten AFP natürlich auch aufzunehmen. Das sind die nächsten Schritte. Und es ist mir ganz wichtig zu betonen, das ist ein Leistungsverbesserungsprojekt und nicht ein Abbauprojekt. Und es ist der Regierung unglaublich bewusst, auch der Polizei selbst, dass wir das mit den Gemeinden und den Regionen machen wollen und müssen. Und es geht darum, auch für die Gemeinden die Sicherheit zu verbessern. Ein wichtiger Punkt, und das sind halt jetzt Details, die wir erwähnen mussten, um eben nicht dem Vorwurf eines möglichen Abbaus zu hören, dass es geplant ist, mit diesen Verbesserungen in Ablauf und in Prozessen durchschnittlich zwei zusätzliche Patrouillen einzusetzen, vor allem auf der Landschaft, um eben die Einsatzzeiten möglichst für Notfälle unter 10 Minuten zu drücken. Da haben wir einen Handlungsbedarf und den möchten wir anpacken. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmals für die doch sehr wohlwollenden Äußerungen. Ich habe das nicht als Bashing empfunden. Das ist wohltuend und konstruktiv. Es geht um die Sicherheit unseres Kantons. Wir brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür. Wir brauchen die Gemeinden, wir brauchen die Regionen und wir brauchen auch Ihren Rat in der Weiterentwicklung dieses wichtigen und sehr guten Projektes. Besten Dank. Die Anfragenden waren mit der Antwort der Regierung teilweise zufrieden. Das Geschäft ist erledigt. Wir kommen zu den Einzelbehandlungen. Anfrage 769 von Martin Birrer. Martin Birrer ist teilweise zufrieden und verlangt die Diskussion. Martin Birrer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe festgestellt, dass der Paul Winiker auch gerne einmal zu Landwirtschaftsfragen antworten gerne vorher das Ross und Kuh erwähnt, aber jetzt geht es um die Sau. Herr Regierungsrat, besten Dank, dass Sie, oder Regierungsrat, besten Dank, dass Sie auf die dringliche Anfrage sofort Stellung nehmen und die als dringlich entgegengenommen haben. Mit dem zeigen Sie der Bevölkerung, aber auch der ganzen Landwirtschaft auf, dass die schwerwiegend Krankheit sehr ernst genommen wird. Die Antworten der Regierung sind technisch und soweit es geht praktisch durchgeprobt und getestet. Die Frage, wenn und wie der Kanton Luzern informiert, ist breit beantwortet worden. Die Informationen sind reichlich geflossen. Doch sind wir ganz ehrlich, wer hat die aufgenommen? Wer von euch hier innen hat sich schon mal um die ASP gekümmert? Ich denke, die wenigsten und ich begreife das auch. Darum habe ich aber das Gefühl, dass diese Anfrage richtig und wichtig war. Die Schutzzone um einen Betrieb herum wird 3 Kilometer betragen und 10 weitere Kilometer ergänzt die Überwachungszone. Wenn ihr jetzt auf einer Karte einen Zirkel nennt und einen Kreis um einen betroffenen Betrieb macht, könnt ihr sehen, wie schwerwiegend die Folgen einer Ansteckung im Kanton Luzern sein können. Wie, als man in diesen 13 Kilometern eine Überwachung aufziehen will, wie, als man ganze Wälder absperren will, diese Fragen sind technisch beantwortet, gut beantwortet. Wie man es aber in der Praxis nachher vollziehen will, scheint mir noch etwas offen zu sein. Eine klare Antwort haben wir bekommen, was mit den Wildtierübergängen passieren soll. Die vorübergehende Schliessung von diesen Übergängen soll aus meiner Sicht, und ich nehme an, das sieht auch die Regierung so,
einen weiteren Schutzzaun bieten. Es ist zu hoffen, dass die Kantone Aargau und Solothurn die gleiche Ansicht haben und die Übergänge über die A1 auch geschlossen werden. Die meisten der gestellten Fragen hat der Regierungsrat, wie gesagt, gut beantwortet. Aus meiner Sicht müssen aber verschiedene Szenarien noch einmal durchgespielt werden und die resultierenden Fragestellungen auf allen Stufen nochmal beantwortet werden. Wir haben verschiedene Stellen, wir haben verschiedene Stufen und das macht es nicht einfach. Der Kanton Luzern müsste meiner Meinung nach hier sogar eine Vorreiterrolle einnehmen. Die letzte Frage betreffend dem Erwerbsausfall hat der Regierungsrat nicht zufriedenstellend können beantworten. Vor allem für Nicht-Betroffene in dieser Schutz- und Überwachungszone ist die Frage des Erwerbsausfalls nicht klar beantwortet worden. Auch hier sollte das Fallbeispiel mit den verschiedenen Stellen, aber auch mit möglichen Betroffenen durchgespielt werden, um klare Antworten für alle überzukommen. Die Schweinepest wird kommen, halten wir alle die Augen offen und hoffen, dass sie den Weg zu uns noch lange nicht findet. Der Kanton hat seine Hausaufgaben gut gemacht, er muss aber noch einige Ungenauigkeiten verbessern. Thomas Öhn, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Anfrage 769 von Martin Birrer geht es darum, wie gut der Kanton auf die afrikanische Schweinepest vorbereitet ist. Dass sich Hausschweine bei uns mit dieser afrikanischen Schweinepest anstecken werden, ist mittlerweile leider schon fast sicher. Die neuesten Meldungen stammen aus Norditalien, wo infizierte, tote Wildschweine gefunden wurden. Aus diesem Grund gibt es nun Importverbote von Schweinefleischwaren aus diesen Gebieten. Die afrikanische Schweinepest ist für unser Hausschwein hoch ansteckend und fast immer tödlich. Das ist für die Schweinezüchter und Mäster in unserem Kanton verheerend. Die Mitte nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Kanton den Ernst der Lage schon lange erkannt hat und gut vorbereitet ist. Seit einiger Zeit werden neben den Schweinehaltern auch die breite Bevölkerung über die Gefahren dieses Viruses und über die Vorsichtsmaßnahmen informiert. Dass der Kanton diese Bedrohung sehr ernst nimmt, zeigt sich auch darin, dass bereits große Übungen stattgefunden haben, wie man sich bei einem Ausbruch dieser Krankheit zu verhalten hat. Ebenso ist die Branche gewappnet und beobachtet die Lage genau. Ebenso wichtig ist es, dass sich die Schweinehalter selber vor einem Ausbruch schützen, indem sie sich an die Hygienerichtlinien halten. In der Beantwortung wird gut aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass das Zusammenspiel zwischen Schweinehalter, Branche und Kanton sowie Bund gut funktionieren muss, um große Ausbreitungen dieses Virus zu stoppen. Einzig beim Punkt, wie die Betriebe in der Schutzzone, die nicht selber direkt betroffen sind, entschädigt werden, gibt es Unklarheiten. Es ist wichtig, dass man dieses Thema nun auch noch angeht und regelt. So wird eine rasche Bekämpfung der Seuche sichergestellt und der finanzielle Schaden für die Beteiligten kann in Grenzen gehalten werden. Ich erteile das Wort Valentin Arnold. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Vizepräsident, Entschuldigung. Genetisch sind der Mensch und so ja ziemlich nah zusammen. Darum kann man annehmen, dass auch die Virusverbreitung auch bei den Säuen ziemlich schnell gehen kann, obwohl die Wildsäuen nicht ganz so mobil sind wie die Menschen. Die Säue tragen aber im Gegensatz zu den Menschen oder zu Teilen der Menschen ungern Masken und Abstand halten, machen sie auch nicht so gern. Wegen dem braucht es andere Massnahmen als bei Corona. In der sehr ausführlichen Beantwortung von der Anfrage 769 zeigt der Regierungsrat
die vom Kanton und von den Säuhaltern bereits ergriffenen und beschlossenen Massnahmen auf. Es ist also schon seit Jahren das Problem bekannt und es wird auch sehr viel gemacht. Ob es im Ernstfall reicht, das sieht man natürlich wie bei Corona, erst wenn es so weit ist. Bei der Frage 7 wird ja angegeben, dass wir eventuell die Wildtierübergänge schliessen. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass 50 Über- oder Unterführungen gibt, neben diesen Wildtierübergängen. Von dort her muss man sich schon vielleicht zuerst abklären, ist das zielführend oder wenn Wildsäue kommen, wo kommen die rein? Ist das wirklich bei den Wildtierübergängen oder sind das andere Kanäle? Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Kanton und die Zoohalter anscheinend ziemlich gut vorbereitet sind auf die ASP. Bei der Rest der Bevölkerung müsste man vielleicht noch etwas besser informieren, dass auch sie wissen, was die drei Buchstaben bedeuten. Das Wort hat Willi Knecht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Regierung hat die Anfrage von Martin Birr ausführlich und fachlich sehr gut beantwortet. Die SVP kann die Antworten nachvollziehen und teilt sie grundsätzlich. Wir stellen fest, dass der Kanton sich der Betreuungslage der afrikanischen Schweinepest sehr wohl bewusst ist und entsprechend auch gut vorbereitet ist und in der Schweiz sogar aus meiner Sicht eine Vorreiterrolle ausübt. Das ist auch notwendig, hat doch ein Ausbruch für den Kanton Luzern fatale Folgen. Einerseits ist die Schweinepopulation im Kanton Luzern sehr dicht und andererseits leben viele Säue in tierfreundlichen Ställen mit Auslauf, wo die Übertragung der Säupest stark begünstigt. Bezüglich Informationen, vorbeugenden Massnahmen und konkrete Massnahmen bei einem Säugenfall sind wir also zum Glück sehr gut aufgestellt. Bei der Frage 8, wie schon Martin Birrer auch, sieht die SVP Verbesserungspotenzial. Die Verrost werden vom Bund sogar zu 90% übernommen. Für uns ist aber nicht klar, was macht man mit den Unkosten und den Ertragsausfällen der Säuhalter, wenn sie unverschuldet für eine längere Zeit einen Stall nicht nutzen können. Hier fehlt uns in der Antwort der Regierung eine klare, praxistaugliche Lösung. Besten Dank. Das Wort hat Peter Zurkirchen. Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, kurz ein paar Ausführungen auch betreffend der afrikanischen Schweinepest, was überhaupt bei den Gemeinden und bei den Zivilschutzorganisationen bereits gelaufen ist diesbezüglich. Also Gemeinden sind sich am Vorbereiten. Ich gehe da vor allem auf die, wo der Chef Bevölkerungsschutz auch seine Aufgaben ernst nimmt. Weiterbildungen haben bereits in den vergangenen Jahren können besucht werden diesbezüglich. Und man kann sich vorbereiten, wenn es dann wirklich mal so weit wäre, dass man reagieren müsste. Ebenfalls Zivilschutzorganisationen sind in Übungen mit einbezogen worden. Übungen zu Situationen und auch die sind einigermaßen parat. Es braucht selbstverständlich gute Vorbereitung, Planungen, Gefahr muss man sehr ernst nehmen und man muss parat sein, wenn es dann wirklich so weit ist. Das Wort hat Claudia Hauser, Barmettler. Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, nach so viel Fachwissen aus der Landwirtschaft habe ich mir zuerst überlegt, ob ich überhaupt traue, noch etwas dazu zu sagen. Darum, das, was ich beurteilen kann, ist, und das, denke ich, das hat sich gezeigt, die afrikanische Schweinepest, die ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, es ist richtig gesagt worden, dass der Kanton Luzern hier muss eine Vorreiterrolle haben. Nur schon aufgrund von der Zusammensetzung von unserem Wirtschaftszweig. Und ich glaube, das hat sich auch gut gezeigt, dass der Kanton Luzern bereit ist. Und das eben auch, nicht nur, weil wir Corona-Pandemie haben, der Rest stillsteht. Was für mich, und das ist jetzt meine Aussicht, die ich beurteilen kann, oder wo für mich noch ein bisschen Fragezeichen gibt, ist,
Es wird viel halt die Schnittstellen zwischen Lava, zwischen Vetter und Nährwesen wird angesprochen. Die Massnahmen erscheinen durchdacht, aber Schnittstellen werden an mehreren Orten aufgezeigt. Und da frage ich mich, ob man da nicht Schnittstellen könnte abbauen und ob man da nicht könnte Vereinfachungen vornehmen könnte, weil ich glaube, die Bedrohung ist gross, die da ist. Und Schnittstellen, das wissen wir alle, das ist immer noch ein Schritt mehr, was gerade in einer Krise, je nachdem, nicht darf geben. Kandan Hassan, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir bedanken uns auch bei der Regierung. Also die Anfrage ist sehr ausführlich beantwortet und auch korrekt. Wir bedanken uns auch bei Martin Bierer, weil Sie wissen es, im Kanton Luzern gibt es mehr Schweine als Menschen. Im Kanton Luzern leben ungefähr ein Drittel der Schweine der ganzen Schweiz. Und umgekehrt, es leben nur etwa 5% der Menschen im Kanton Luzern. Also das ist eigentlich auch wieder eine beeindruckende Zahl. Und wenn ich Sie frage, wann haben Sie zuletzt einmal ein Schwein gesehen? Bei mir geht es so, es war sicher lange her. Vielleicht letztes Mal, als ich bei Schüpfheim vorbeifuhr, da gibt es die Wiesenschweine. Es ist eigentlich unglaublich, diese Tiere, wie viele Tiere es in diesem Kanton gibt. Und wir haben wirklich auch Nachholbedarf, wie wir mit ihnen umgehen, und es hat wahrscheinlich wirklich zu viel Schweine in diesem Kanton. Aber eben, ich bin dankbar, dass diese Tiere einmal in den Blickpunkt hier gerückt werden, weil sonst vergisst man sie. Was aber jetzt zur Anfrage, was ich auch noch wichtig finde, was man sagen muss, der Blick wurde jetzt sehr auf die Wildschweine gelegt und eben auf das Schwein an sich, aber es gibt auf dem Bundesamt für Landwirtschaft, können Sie jetzt aufklicken, gibt es ein sehr interessantes Interview mit dem Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, Hans Wies. Und er sagt, und ich glaube, das ist wirklich die Aussage, ist, die stimmt, dass die größte Gefahr und das Risiko der afrikanischen Schweinepest und die Verbreitung ist die des Menschen. Und ich gehe mit Martin Bierer eine Wette ein, diese Schweinepest, wenn sie kommt, wahrscheinlich wird sie nicht durch ein Wildschwein übertragen, sondern sie wird durch den Menschen auf das Schwein übertragen, auf das Hausschwein irgendwo im Kanton Luzern, irgendwie, weil er auf Reisen war, weil er kontaminiertes Fleisch mitgenommen hat. Und ich glaube, das ist man sich nicht so ganz bewusst. Also, wenn dann die Schweinepest kommt, das wird dann richtig, dann rebelt es dann. Also, das ist dann wirklich eine Existenzbedrohung für die Schweinehalterinnen und Schweinehalter, und das besorgt auch uns. Und ich glaube, die Verantwortung liegt auch bei der Branche, dass sie die Vorkehrungen treffen. Also das ist sicher richtig, dass der Kanton Vorkehrungen trifft, aber wenn dann irgendwo auf einem Betrieb die Seuche ausbricht, da müssen sie miteinander kommunizieren und da müssen wir schauen, dass die Menschen nicht miteinander Kontakt haben. Ich glaube nicht, dass ein Wildschwein dann durch den ganzen Kanton durchrennt und die Schweineplätze verbreitet, sondern es ist dann der Mensch. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir sensibilisiert sind, auch die Branche, denn wenn das so passiert, dass man sehr schnell miteinander kommuniziert und das lokalisiert und eingrenzt. Martin Bierer, bitte kurz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe festgestellt, dass der Hassan Kandan Brüllen anhat, aber wenn er von Luzern muss auf Schöpfen hinterfahren, dass er eine Sau draussen sieht, dann hat er Brüllen nicht an. Ja, und dort müsste er auch am Augenlicht arbeiten oder an der Wahrnehmung. Guido Graf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst Herrn Kantonsrat Martin Bierer danken für diese Anfrage. Selber nehmen wir zwei Punkte mit. Erstens die Information, dass wir die nochmals verstärken werden, dass wir da ein Gewicht drauf legen, ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung, dass wir ein Fallbeispiel errechnen werden betreffend Erwerbsausfall oder Entschädigung, was das genau bedeutet, respektive wie das umgesetzt wird. Und das werden wir dann auch entsprechend kommunizieren. Ich kann Ihnen sagen, wir haben sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt.
Also selber gehen wir wirklich davon aus, dass wir eine Herausforderung haben werden mit dieser Schweinepest. Betreffend Führungsstruktur haben wir jetzt gewisse Erfahrungen gemacht mit Corona. Das können wir eigentlich eins zu eins übernehmen. Und hier kann ich auch klar sagen, die Schnittstellenproblematik, Lava Veterinär, das ist gut gelöst. Dort wird es sicher kein Problem geben betreffend Zusammenarbeit. Besten Dank. Der Anfragende war teilweise zufrieden. Das Geschäft ist erledigt. Wir fahren weiter mit dem Postulat 770 von Ferdinand Zehnder. Die Regierung beantragt Ablehnung. Ferdinand Zehnder, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Noch vor 3 Monaten hätte ich das Postulat nie geschrieben. Anfang November hat ja die Situation noch ganz anders ausgesehen. Steuergelder dürfen nicht als Gewinn verwendet werden. Das ist aber auch nicht das Ziel dieses Postulats. Luzerner Unternehmer wollen sich selber wieder normal wirtschaften. Dringlichkeit ist ohne Gegenstimme angenommen worden. Das zeugt von grossem Interesse von diesem Thema. Mit diesem Postulat will ich mich einsetzen für KMU und für die Wirtschaft. Wir brauchen die Planungssicherheit für die Unternehmer und damit auch für Mitarbeiterinnen. Mit dem pragmatischen Postulatansatz können wir ohne grosse Bürokratie insbesondere den kleinen Unternehmen helfen. Mit grossem Interesse habe ich die Antwort vom Regierungsrat gelesen. Der Regierungsrat anerkennt in seiner Antwort das Bedürfnis der Planungssicherheit und erklärt Bereitschaft zur Unterstützung der Betriebe. Insbesondere im letzten Satz schreibt der Regierungsrat, die Unternehmen unnötig lange im Ungewissen zu lassen, würde allenfalls notwendige unternehmerische Massnahmen verzögern. Herr Regierungsrat, ich nehme Sie beim Wort und ziehe deshalb mein Postulat zurück. Das Postulat wurde zurückgezogen, das Geschäft ist erledigt. Wir fahren fort, Postulat 771, Andi Schneider. Die Regierung beantragt teilweise erhebliche Erklärung. Andi Schneider, Sie haben das Wort. Ich bitte die Anfragenden, sich am Platz zu verweilen. Manchmal geht es schneller. Entschuldigung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke der Regierung für die Beantwortung meines dringlich eingereichten Postulats. Ich bin aber mit einigen Aussagen in der Stellungnahme überhaupt nicht einverstanden und habe den starken Eindruck, dass der Regierungsrat und das DV West den Ernst der Lage nicht richtig erfasst haben. Auf Seite 1, Absatz 1, hält der Regierungsrat fest, dass die Schulleitung gerade wegen der Pandemie gewisse Aufgaben nicht wahrnehmen mussten. Diese Meinung teile ich dezidiert nicht. Ja, diese Auslegung mutet in meinen Ohren zynisch an. Weil das tönt so, als ob viele Dinge gar nicht mehr geplant wurden. Es ist aber so, dass
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Viele der genannten Aufgaben zwar begonnen, dann verschoben und letztlich abgesagt werden mussten. Die Organisation von Lagern wurde durch die Lehrpersonen erfolgt und nicht durch die Schulleitung. Hingegen wurde der Zusatzaufwand generiert, weil die Finanzierung von nicht eingehaltenen Verträgen abgehandelt werden musste. Schulveranstaltungen und Weiterbildungen fanden dennoch vor Ort statt. In hybrider Form oder als Videokonferenzen wurden sie durchgeführt. Die Auseinandersetzung respektive das Umsetzen der Schutzkonzepte erforderte einen zusätzlichen Aufwand für die Schulleitungen, ebenso wie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Weiterbildungen als Videokonferenzen oder für das Erstellen von Videobotschaften an alle Mitarbeitenden. Auf Seite 1, Absatz 3 steht, ich zitiere, als Arbeitgeber der Schulleitungen obliegt Ihnen zudem eine Fürsorgepflicht. So sind die Gemeinden dafür verantwortlich, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und so weiter. Da gilt es entgegenzuhalten. Die Aufgaben der Volksschulbildung sind eine Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinden. Es kann nicht sein, dass der Mehraufwand für Aufgaben, welche aufgrund von Vorgaben der DVS anfallen, vom Kanton nicht mitfinanziert werden und als Fürsorgepflicht der Gemeinden überwälzt werden. Die Vorgaben zur Berechnung der Pensen für die Schulleitungen müssen so gestaltet sein, dass alle von der DVS übertragenen Aufgaben, auch diejenigen im Zusammenhang mit der Pandemie, im Rahmen dieses Pensums geleistet werden können. Also das heißt, auf diese Weise wird jetzt der heiße Kartoffel den Gemeinden zugeschoben. Auf Seite 2 Absatz 2 steht, der Regierungsrat möchte eine Erhöhung der Schulleitungspensen auf August 2022 prüfen. Dies ist zwingend notwendig und ausgewiesen, aber das hilft in der momentanen Krise nicht weiter. Was mich besonders stört, ist folgende Aussage. Zusätzliche Entschädigungen an die Gemeinden für Schulleitungen infolge der aktuellen Covid-19-Situation lehnen wir in Anbetracht der bisherigen umfangreichen ausgerichteten Beitragszahlung des Kantons Luzern im Gesundheits-, Wirtschafts- und Kulturbereich zum Schluss. Ich muss noch ein bisschen ausdehnen. Das geht nicht. Warum werden diese Bereiche unterstützt, aber die Schulleitung nicht? Das verstehe ich nicht. Ich komme in diesem Fall zum Schluss. Ich halte fest, der Regierungsrat kommt nicht auf die Forderungen ein und vertröstet auf eventuell geplante, eventuell vielleicht Maßnahmen. Ich bitte Sie aus diesem Grund, das Postulat vollerheblich zu erklären. Ich habe den Zuschlag für die Atempause auch eingerechnet. Karin Stadelmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, Sie haben es gehört, der Postulant Andi Schneider ist nicht zufrieden mit der Antwort. Die Mitte hat schon lange auch erkannt, dass die Schulleiter insbesondere in dieser Pandemie extrem gefordert sind. Zahlreiche Aufgaben, die eigentlich sonst für die Bildung zugutekommen von den Schulleitern, sind jetzt für Pandemiebewältigung nötig. Es geht im Endeffekt am Schluss auch um Bildung und darum auch um die Zukunft unserer Kinder. Der Regierungsrat erklärt das Postulat als teilweise erheblich. Wir danken für die Antworten. Aber wir müssen schon sagen, die Begründungen, die Sie anführen, und auch die Begründungen für die Nachvollziehbarkeit und die Lösungen, lösen nicht nur bei mir Stirnfalten aus. Wie der Vorredner gesagt hat, Klassenlager sind zwar ausgefallen, aber geplant und die Arbeit ist trotzdem vorhanden gewesen. Der Verweis auf die Gemeinden, dass die noch mehr in die Pflicht zu nehmen, die ja sonst schon stark belastet sind und sonst schon nach Lösungen suchen, ist also auch hier wirklich fragwürdig.
Gemeinden können auch nicht Ressourcen herzaubern. Und wie ist das schon wieder mit dieser Verbundaufgabe? Also wenn das eine Verbundaufgabe zwischen Gemeinde und Kanton ist, dann muss der Kanton also wirklich ein Interesse haben an der Sicherstellung auch vom Unterricht. Die Unterstützung von Seiten DVS, die sie aufführen, stellen wir nicht in Abrede stellen. Aber ein Newsletter ist jetzt wirklich nicht the offer for the real problem. Also auch nicht, um die Pandemie zu bewältigen. Was uns in der Mitte allerdings eher überzeugt, ist, dass sie in Aussicht stellen, die Pensenerhöhung bereits auf den 1.8.2022 zu machen, für die Schulleiter. Wir gehen aber davon aus, dass das nicht nur ein Versprechen ist, sondern dass das in den nächsten Monaten umgesetzt wird. In diesem Sinn werden wir insbesondere von der EBKK hier kritische Fragen dazu stellen. In diesem Sinn unterstützen wir aber auch, wenn Sie das in Aussicht stellen, die Teilweiserheblichkeit. Ich erteile Gaudenz Zemp das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Andi Schneider hat vorhin sehr anschaulich gezeigt, dass die Schulleitungen am Säckeln sind. Es ist effektiv so, dass sie in einer sehr anspruchsvollen Situation sind im Moment. Das ist völlig unbestritten. Teilweise sind es strukturelle Probleme, die schon vor Corona bestanden haben, und teils sind es Probleme, die aus der Pandemie verursacht werden. Für die strukturellen Probleme sind offensichtlich Lösungen unterwegs. Die Pensen der Schulleitungen sollen erhöht werden. Wir unterstützen die Massnahmen vollumfänglich und wir befürworten es auch, wenn die schnellstmöglich umgesetzt werden. Bezüglich der Corona-Probleme verstehen wir die Forderungen des Postulanten. Viele Zusatzaufwände werden durch Massnahmen verursacht, wo der Kanton als verbindlich erklärt hat. Eigentlich gilt in der Krise das Motto, wer befiehlt, zahlt. Das wird auch in der Wirtschaft so gehandhabt. Und so sind zum Beispiel die behördlich geschlossenen Restaurants auch unterstützt worden. Von Seiten der Wirtschaft habe ich darum Verständnis auch für die Forderungen. Es ist also da schon der Kanton auch in der Pflicht, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit hier zu helfen. In der Antwort der Regierung wird allerdings ein bisschen sehr stark auf die Pflicht der Gemeinden verwiesen, die Schulleitungen zu unterstützen. Mit Verlaub, bei den Härtefallmassnahmen für die Unternehmen hat der Bund auch nicht einfach auf den Kanton verwiesen, sondern er ist vorangegangen und er übernimmt auch den grössten Teil der Kosten. Bei den grossen Firmen zahlt er 100% und bei den KMU 70% oder 80%. Es ist also schon mit der Schulleitung jetzt zu prüfen und den Gemeinden, wo der Verteiler der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden korrekterweise liegt und die Finanzierung, ob die so im Moment korrekt geregelt ist. Was uns hingegen stört beim Postulat, ist die Forderung, nach einem Freipass Lektionen ausfallen zu lassen. Diesen Freipass wollen wir von der FDP nicht erteilen. Der Schulunterricht ist selbstverständlich zwingend durchzuführen. Aus diesem Grund sind wir für eine Teilweiserheblichkeit. Häufig ist ja eine Teilweiserheblichkeit eine nette Art, den Vorstoss zu versenken. Das sehen wir hier aber anders. Hier gilt es nicht zu versenken, sondern es gilt mit Massnahmen aufzutauchen. Der Kanton ist hier genauso wie die Gemeinde in der Pflicht, die Schulleitungen aktiv zu unterstützen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, die Geräuschkulissen ein bisschen zu senken, wenn Gespräche stattfindet, vielleicht in einen anderen Raum zu gehen, neben zu stehen, weil es ist einfach zu laut, wenn ich es bis da vorne höre. Das ist das eine, und auch die im Kaffeeraum hinten, besser gut die Geräuschkulissen senken. Danke vielmals. Ich erteile Lisa Zanolla das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVP anerkennt die Mehrleistung der Lehrpersonen sowie der Schulleitung und bedankt sich auch an dieser Stelle. In der Beantwortung der Regierung haben wir auch ein paar Fragezeichen, was die Schüler und die Lehrpersonen in dieser Pandemie und in dieser außerordentlichen Lage anfällt. Der Regierungsrat schließt eine Erhöhung auf die Schulleitungspensum ab August 2022 nicht aus, will aber noch zuwarten und das noch prüfen. Die Vorgehensweise ist für uns nachvollziehbar und auch richtig, denn wir vertreten auch die Haltung, dass wir einem Pandemieende entgegensehen. Zudem haben wir auch viele andere Sparten von Unternehmungen wie Gastronomen und viele andere
Dienstleistungsbetrieb wie auch im Gesundheitsdienst. Angestellte wie auch Unternehmer, die viel mehr Aufwand in dieser Pandemie haben müssen leisten. Darum möchten wir pauschal einer vollen erheblichen Überweisung zu diesem Postulat nicht zustimmen und möchten nicht eine Bevorzugung von einer Berufssparte. Die SVP-Fraktion wird dem Postulat 771 teilweise erheblich zustimmen. Angelina Spöri, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie fordert die Schulen wie andere Branchen auch seit 2 Jahren stark. Die häufigen Anpassungen an den Schutzmassnahmen, das Homeschooling am Anfang der Pandemie, immer mehr ausfallende Lehrpersonen und viele schwierige Gespräche mit massnahmenskeptischen Eltern bringen Lehrer und Schulleitungen an die Grenzen des Machbaren. Ohnehin tief berechneten Pensum der Schulleitungen, der Lehrermangel und jetzt die Startschwierigkeiten beim Pooltesting bringen das Fass zum Überlaufen. Dass es hier jetzt Unterstützungsmassnahmen braucht, ist aus Sicht der GLP keine Frage. Positiv sehen wir, dass der Regierungsrat die Absicht hat, schon bald eine Pensenanpassung vorzunehmen. Kurzfristig reicht das aber nicht und es braucht zusätzliche temporäre Ressourcen. Der Regierungsrat will aber keine zusätzlichen Entschädigungen für Schulen sprechen. Das können wir nicht verstehen. Und noch weniger die Begründung. Ich zitiere jetzt nochmal, weil Andi Schneider das vorhin ein bisschen schnell hätte machen müssen. Zusätzliche Entschädigungen an die Gemeinden für die Schulleitungen infolge der aktuellen Covid-19-Situation lernen wir in Anbetracht der bisher in sehr großem Umfang ausgerichteten Beitragszahlungen des Kantons Luzern im Gesundheits-, Wirtschafts- und Kulturbereich ab. Im Ernst jetzt? Unbestritten, die Zahlungen sind wichtig gewesen und sind es noch immer. Aber hey, die Schulen sind auch systemrelevant und auch wichtig. Wenn in den Schulen Unterstützung nötig ist, muss das auch hier in Form von Härtefallzahlungen möglich sein. Schulen und volle Gemeinden haben aufgrund der vom Kanton verordneten Massnahmen einiges an Mehrkosten zu tragen. Und die soll jetzt im Fall aus der Sicht der grünliberalen Fraktion mindestens zum Teil auch der Kanton übernehmen. Wie zitiert, in den anderen Branchen ist das auch möglich gewesen. Wir unterstützen die Vollerheblichkeit vom Postulat P771. Ich erteile Jonas Heb das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist einmal noch vielen Dank an Andi Schneider für das Aufbringen von dem wichtigen Anliegen. Gerade vorneweg, die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen werden ebenfalls für die volle erhebliche Erklärung von dem Postulat stimmen. Wir haben es jetzt schon mehrmals gehört von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Die Schulleiterinnen haben nicht den einfachsten Stand. Viele von ihnen sind überlastet und kommen kaum über das Alltagsgeschäft raus. Das ist aber, wie es auch schon gesagt wurde, ist nichts Neues, auch kein Geheimnis und ist auch schon vor der Pandemie eine gewisse Schwierigkeit gewesen. Aber die Pandemie hat eben die Belastung noch einmal bedeutend verstärkt. Und jetzt müssen sich viele von der Schulleitung auch noch um das ganze Management der Massnahmen kümmern, was die sowieso schon hinten anstehenden Aufgaben im Bereich Weiterentwicklung zum Beispiel noch stärker verhindert haben und zusätzlich eben auch die Alltagsaufgaben immer mehr zu einer Herausforderung machen. Darum sind aus unserer Sicht die Forderungen im Postulat absolut gerechtfertigt. Und mir geht es auch so wie ein paar die jetzt vor mir geredet haben, dass ich relativ irritiert war über gewisse Aussagen in den Antworten. In dem ersten Abschnitt wird der Einsatz der Schulleitungen anerkannt, um direkt nachher darauf hinzuweisen, dass mit der Pandemie auch gewisse Aufgaben weggefallen sind. Aber ich glaube, ich muss das jetzt nicht noch ausführen, dass das in keinem Verhältnis zum Mehraufwand steht. Dann zum Handlungsbedarf zu den Massnahmen. Auch wir begrüßen, dass das Pensen der Schulleitungen sollen erhöht werden. Wir begrüßen auch, dass man jetzt prüft, dass das schon schneller passieren soll. Aber wie es auch schon gesagt wurde, das ist eine Massnahme, die jetzt unabhängig von der Pandemie auch sonst schon hätte müssen kommen. Und die restlichen vorgeschlagenen Massnahmen werden dann ja relativ kurz und bündig an Gemeinden abdelegiert.
Und wir sagen auch, wir gehen davon aus, dass die Gemeinden die Schulleitung entsprechend unterstützen. Und auch auf uns wirkt das fast schon ein bisschen zynisch. Wenn das so flächendeckend der Fall wäre, dann hätte es ja den Vorstoss nicht gegeben. Dann hätten wir den Artikel am 15. Januar in der Luzerner Zeitung zu dieser Situation nicht gelesen. Und dann hätten wir die Mitglieder von der EBKK auch kein Schreiben vom Verband der Bildungskommission im Kanton Luzern bekommen, dass das Postulat soll unterstützt werden soll. Und es geht auch so ein bisschen in diesem Stil weiter bei der Stellungnahme. Ich wiederhole es jetzt gleich auch nochmal. Aufgrund der Beitragszahlungen im Gesundheits-, Wirtschafts- und Kulturbereich wird man jetzt Gemeinden für das nicht auch noch entschädigen. Ich meine, das ist nicht wirklich eine Begründung, weil die Schulleitungen oder generell die Schulen von diesen Zahlungen an die anderen Bereiche haben die ja nichts und es sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und am Schluss heisst es dann, da komme ich jetzt gleich auch nochmal darauf zurück, dass wir im hohen Masse bereits unterstützen, unter anderem mit Corona-Updates und weiteren Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Und da wäre ich schon auch noch froh zu hören, was denn die weiteren Unterstützungsangebote wären, weil diese Ausführung fehlt nämlich in der Stellungnahme. Darum eben, wir sind für die volle erhebliche Erklärung und ich bitte Sie ebenfalls so zu stimmen. Danke. Priska Häfliger, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Aufgaben bei den Schulleitungen, aber nicht nur bei den Schulleitungen, sind während der Pandemie gewachsen oder haben sich, wie an vielen Orten, in allen anderen Branchen durch die Pandemie verändert. Das anerkennt und sieht auch der Regierungsrat. Die Schulen, und das sind aktuell, wo ich heute Morgen den Newsletter lesen konnte, das sind exakt 41.749 Lernende an der Volksschule. Sie sind in der Schule tut man die verordneten Massnahmen wie Masken tragen, desinfizieren, testen, wird auf allen Stufen umgesetzt, um den Lernenden den wichtigen Präsenzunterricht zu gewährleisten. Wir wissen alle, die Schulen sind systemrelevant und das hat auch heute Morgen schon der Bildungsdirektor so wörtlich gesagt. Die verordneten Massnahmen vom Kanton, einerseits vom Kantonbund, erfordern einerseits personelle Ressourcen, die in der Antwort anerkannt werden, aber auch das ganze Material wie Masken, Desinfektionsmittel und andere Sachen werden von den Gemeinden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Aber nicht nur Material, sondern vor allem auch, was dringender gebraucht wird, auch noch, sind die Ressourcen bei den Schulleitungen und bei der Administration. Dort wird von den Gemeinden unkompliziert weiteres Ressourcen zur Verfügung gestellt, ohne zu wissen, ob der Kanton sich je einmal an den Betriebskosten wird daran beteiligen. Ich erteile Regierungspräsident Marcel Schwärzmann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist unbestritten, dass die Schulleiter und Schulleiterinnen eine anspruchsvolle Tätigkeit ausüben. Das ist grundsätzlich so und das ist auch in dieser Pandemie so. Es ist grundsätzlich so, weil die Schulen müssen, sollen, wollen geführt sein und das ist eine schwierige Aufgabe. Und das ist auch der Grund, weshalb der Kanton bereit ist zu prüfen, ob wir die Schulleiterpensen bereits etwas erhöhen können auf August 22. Das haben jetzt einige von Ihnen auch so gefordert, man soll das jetzt sofort machen. Ich bin aber fast sicher, Sie kommen dann wieder im Herbst und sagen, ja, haben Sie die Gemeinden auch gefragt? Es gibt eine Volksschuldelegation und mit dieser Volksschuldelegation wollen wir das jetzt besprechen und mit den zuständigen Verbänden auch, weil es wird dann budgetrelevant für die Gemeinden zur Hälfte. Also wir können da nicht einfach jetzt sagen, wir machen das so. Wir haben ja jetzt in dieser Session schon ab und zu gehört, wir müssen zuerst mit den Gemeinden sprechen. Jetzt komme ich zu den Aufgaben während der Pandemie durch die Schulleitungen, die Gemeinden und durch das BKD oder halt generell
der Verwaltung. Ja, es ist ein Zusatzaufwand und meine Damen und Herren, dieser Zusatzaufwand ist jetzt zu leisten. Punkt. Wir wollen den Präsenzunterricht aufrechterhalten. Wenn ich persönlich merke, ich habe immer mehr Aufgaben, dann muss ich mir als erstes überlegen, welche Aufgabe mache ich jetzt nicht mehr. Und dann plane ich keine Veranstaltung mehr, bei denen ich nicht sicher bin, dass sie nicht stattfinden können. Da müssen wir priorisieren. Und die Pandemie hat jetzt eine hohe Priorität. Da sind wir uns ja wohl einig. Auch das DVS und das BKD arbeiten sehr viel für die Pandemie. Und übrigens, geschätzte Damen und Herren, wir stellen das auch nicht einfach in Rechnung. Könnt ihr auch sagen, es sei für die Volksschule, Volksschulkostenteiler, das kommt dort in die Rechnung. Nein, es ist nicht so. Auch wir haben unseren Teil beizutragen, wir tragen den bei. Jonas Heb hat gefragt, was dann diese Bildungsverwaltung alles so macht. Ich kann Ihnen sagen, da kommen also täglich Dutzende von Telefonanfragen von Gemeinden, von Schulleitern, von Eltern und so weiter. Das müsste alles über die Schule kanalisiert werden. Wir helfen damit, wir entwerfen Antworten, wir bringen die Informationen, tragen wir zusammen, damit die Schulleitungen gut antworten können. Wir unterstützen die Schulleitungen, wo wir können, weil wir wollen, dass der Präsenzunterricht läuft. Im Vorstoß sind da einige Maßnahmen genannt, die man sofort durchzuführen hat. Meine Damen und Herren, Testen ist ein Aufwand. Ich habe mir das angeschaut in Wolhusen. Das geht dort relativ gut, pragmatisch. Die Schulleitung hat das angenommen. Die haben zwei Personen, die sind verantwortlich für das Testen. Das läuft dort ruhig und geordnet ab. Jetzt kann man es schon fordern, man soll doch einfach Personal schicken. Aber überlegen Sie mal, wie groß denn der Aufwand für die Schulleiter und die Schulleiterinnen ist, diese Personen wieder zu integrieren, zu instruieren, wie was abzulaufen hat. Der Aufwand ist ziemlich groß und in einer Krise sollte man mit bewährten Organisationen und bewährten Prozessen arbeiten und nicht einfach die Organisation kurzfristig umdrehen. Es gibt auch Ausfälle bei den Lehrpersonen. Das ist ein echtes Problem und da sind die Schulleiterinnen sehr stark gefordert. Da sind wir mit der PH dabei, so gut es geht, Ersatz- und Stellvertretungen zu stellen. Die PH hat sich sogar bereit erklärt, mit gewissen Studierenden zu sprechen, ob sie ihr Studium verlängern, damit sie zwischendurch als Lehrpersonen arbeiten können. Das ist auch ein Aufwand, den muss man zuerst machen und das muss man zuerst organisieren. Das macht die PH aber gerne, um zu unterstützen. Also wir unterstützen, wo wir können, werden das auch in Zukunft machen. Betreffend Kosten, wenn ich die Voten hier gehört habe, bin ich nicht mehr sicher, ob alle noch den Volksschulkostenteiler 50-50 kennen. Das ist festgelegt, was dort bezahlt wird, wann es bezahlt wird, wie die Mechanismen sind. Das haben wir noch nicht so lange hier in diesem Rat beschlossen. Und ich glaube, es bewährt sich auch hier, sich daran zu halten. Dann kommt das schon gut. Besten Dank. Wir können abstimmen. Die Regierung beantragt teilweise erhebliche Erklärung. Wir stellen gegenüber erheblich gegenüber der teilweise erheblichen Erklärung. Wer die erhebliche Erklärung unterstützen will, drückt die Taste 1. Wer teilweise erhebliche Erklärung unterstützen möchte, drückt die Taste 2. Sie können jetzt abstimmen. Wir müssen wiederholen, weil im Text stand da oben etwas anders, als ich heruntergelesen habe. Wir wiederholen. Erheblich ist Taste 1, teilweise erheblich ist Taste 2.
Wir warten. Gut. Wer für erhebliche Erklärung ist, kann die Taste 1 drücken. Wer für teilweise erheblich ist, drückt die Taste 2. Sie können, wenn ich es dann sehe, jetzt abstimmen. Gut. Jetzt. Wer erheblich erklären will, drückt die Taste 1. Wer für teilweise erheblich ist, drückt die Taste 2. Sie können jetzt abstimmen. Sie haben der teilweise erheblichen Erklärung mit 70-40 zugestimmt. Wir behandeln das Paket 2, Anfrage 773 und Anfrage 781. Anfrage 773, Markus Gehrig. Sie haben das Wort. Danach folgt Marcel Budmiger. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich danke dem Regierungsrat für die Antworten zu meiner Anfrage. Wenn ich die Antworten lese, dann bin ich eigentlich nicht so zufrieden mit denen. Sie sind nämlich recht widersprüchlich. Einerseits will der Regierungsrat den Ladenschlusskompromiss, den wir vor etwa 2 Jahren hier beschlossen haben, nicht beschädigen, aber trotzdem nimmt er das in Kauf. Und der Regierungsrat sagt, er respektiere die Abstimmungen im Kanton Luzern und trotzdem will er genau die Option, liberalere Öffnungszeiten können zu bewilligen und folgt damit nicht dem mehrfach geäußerten Volkswillen. Auch im bigott wirtschaftsfreundlichen Kanton Zürich ist ja bekanntlich FDP-SVP-Land der Kanton. Und von dort ist anscheinend die Initiative ausgegangen, von der wir hier reden, haben bei der letzten Abstimmung sagenhafte 70% Nein gesagt und es ist bei dieser Abstimmung genau nur um Sonntagsverkäufe gegangen. Eine Aufhebung vom Arbeitsverbot an Sonntagen bedeutet doch, dass Städte am Sonntag zum Einkaufsparadies, Paradies natürlich in Anführungszeichen, werden. Für die Stadt Luzern würde das bedeuten, dass es als Dreieck Kasernenplatz, Bundesplatz, Bahnhof und natürlich die Altstadt, dass dort alle Geschäfte an Sonn- und Viertigen dürften offen haben. Die Grossen werden das sicher ausnutzen, Migros, Manor, Coop, Globus und so weiter. Und wer arbeitet dort? Zu 95% sind das Frauen. Viele Frauen, die eine Familie haben oder alleinerziehend sind. Die kleinen Geschäfte können sich
in der Regel einen zusätzlichen Arbeitstag mit mehr Öffnungszeit aber gar nicht leisten. Wobei nebenbei, was für kleine gibt es denn noch in der Altstadt? Ich bin in der Stadt Luzern aufgewachsen. Früher war die Altstadt attraktiv und der Kappelplatz und der Grendel waren interessante Einkaufsstrassen. Was hat es da alles gegeben? Buchhandlung Haag, der Musikhug, Apotheke Schürmen, Feinkaller, Café Emilios, legendäre Möwenpick, Bäckerei Zei, Koffler, Franz Karl Weber, Interdiscount, Schuhhaus Spieler, gibt es alles nicht mehr. Der jetzige Lademix dort ist aber für einen nachhaltigen Tourismus, für einheimische Touristen, die wir ja eigentlich wollen, absolut uninteressant. Ich sage nichts gegen Gübelin und Bucherer und andere Luzerner Uhrenhändler. Ich und auch meine Frau vor allem sind dort auch Kunden. Und jetzt will die Luzerner Regierung die Schmuck- und Uhrenwüste, die wir haben, künstlich beatmen, indem wir am Sonntag alle Geschäfte offen sein lassen. Die ermöglichten Sonntagsverkäufe, das wären ja 60 bis 65 zusätzliche Tage im Jahr, werden dem Tourismus, den wir in der Stadt innen wollen, nicht helfen. Sie werden eher einen Einkaufstourismus bewirken. Statt während der Woche oder am Samstag wird man dann aus dem Seetal, aus dem Kanton Nidwalden, aus dem Kanton Schweiz einmal in die Stadt Luzern fahren und dort ein bisschen shoppen. Erstens fließt in diesen Gebieten dann Kaufkraft ab. Geschäfte in diesen Gemeinden werden das in der Kasse spüren, wenn ihre Dorfbevölkerung dann halt am Sonntag einmal in die Stadt Luzern geht und einkaufen. Es bedeutet zweitens aber für unsere schöne Stadt Luzern vor allem mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Littering und das am Sonntag, wo mir, und da bin ich jetzt wirklich noch gern konservativ, etwas wert ist. Zum Schluss noch ein Exkurs in Geschichte. Der arbeitsfreie Sonntag ist seinerzeit vom Kaiser Konstantin im Jahr 321 verfügt worden. Es hat verschiedene Versuche gegeben, den abzuschaffen, aber der Napoleon und auch der Lenin sind gescheitert. Es hat dann 50 Jahre gegeben, wo der Sonntag in der Schweiz ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Aber 1858 hat Kanton Glarus und die Schweiz den arbeitsfreien Sonntag wieder eingeführt und ich denke, so lassen wir es. Zum Schluss, ich sehe einen Lichtblick in der Antwort vom Regierungsrat. Der Lichtblick ist, dass sich der Regierungsrat bewusst ist, dass eine Änderung referendumsfähig ist im Kanton Luzern und dass es sicher eine Allvolksabstimmung geben wird. Und da bin ich sicher, dass in dieser Sache die vernünftigen Luzernerinnen und Luzerner klar ablehnen. Aus diesem Grund erkläre ich mich teilweise zufrieden mit der Antwort vom Regierungsrat. Zum Glück müssen wir nicht für Werbefenster im Kanton zahlen. Marcel Budmiger, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch ich danke für die Beantwortung meiner Fragen. Es ist ein FDP-Trickli, dass man etwas fordert und dann sagt, man hätte es ja gar nicht wollen. So zum Beispiel neue AKWs und dann nachschieben, dass man es gar nicht so gemeint hat, beziehungsweise dass man nur AKWs von der neuesten Generation gemeint hat, die es gar noch nicht gibt. Mit dem gleichen Trick redet sich jetzt der FDP-Volkswirtschaftsdirektor Fabian Peter raus. Wenn man zum Bund geht und eine Verordnungsänderung fordert, die die Sonntagsruhe in Luzern faktisch abschafft, heisst das natürlich noch nicht, dass man dann auch wirklich mehr Sonntagsverkäufe will. Wenn Sie das ernst meinen und das kein Trick soll sein, dann würde ich vorschlagen, dass man doch das Brief, den man im Bundesrat schreiben kann, noch mit kostenlosem ÖV, kostenlosen Bergbahnen, Mindestlöhnen beim gesamten Tourismusbereich, einem autofreien Schweizerhof geben und Mietzinserlass für zwangsgeschlossene Läden und Restaurants würde ergänzen, die im Tourismus auch helfen würden. Das würde man dann natürlich nicht umsetzen wollen, aber man würde den Handlungsspielraum erweitern. Sie merken selber, wie unglaubwürdig das tönt. Wenn ein Regierungsrat einen Brief schreibt oder an einer Medienkonferenz eine Forderung an den Bundesrat stellt, dann will er normalerweise auch das, was er fordert. Außer vielleicht, wenn es um Corona geht und eine Woche später wieder das Gegenteil gefordert wird. Bei der Ausdehnung der Sonntagsarbeit geht es aber nicht um Corona, sondern um die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von einer ganzen Branche, die heute schon mit harten Arbeitsbedingungen zu kämpfen hat und mit tiefen Löhnen. Im Detailhandel arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen und Mütter. Ihre Kinder sollen künftig nicht nur den Samstag, sondern auch den Sonntag ohne ihre Mami verbringen. Das will unser Volkswirtschaftsdirektor natürlich nicht, er fordert es nur. Der gemeinsame Sonntag, an dem man Freunde und Familie mit denen etwas unternehmen kann, das soll für hunderte von Detailhandelsangestellten wegfallen. Auch das will der Regierungsrat nicht, er fordert es nur.
Höhere Fixkosten für den Detailhandel bei ähnlich bleibenden Umsätzen und Verlagerung weg von den spezialisierten Kleinhändlern, die sie kaufen, spannen möchten, hin zu den Grossverteilern. Auch das will unser Volkswirtschaftsdirektor natürlich nicht. Er fordert es nur. Der Regierungsrat will beim Tourismusleitbild eine offene Diskussion führen und alle mit einbeziehen. Das begrüssen wir. Spätestens dann muss er die Karte offen auf den Tisch legen und sagen, was er fordert und was er nicht fordert. Schade, hat er jetzt nicht den Mut und die Grösse, das heute schon zu machen. Wobei, an der Medienkonferenz von vorletzter Woche hat er es ja eigentlich schon gemacht. Wie unsensibel das Vorgehen ist, zeigt der folgende Vergleich. Im Frühling 2020, wo es in den Läden noch keine Maskenpflicht gegeben hat, wo Händewaschen und Abstand halt das Motto war, hat uns der Justizdirektor Paul Wieniker angefragt, die Gewerkschaft, die Detailisten, die Sozialpartner, ob es nicht möglich sei, vor Ostern die Ladenöffnungszeiten um insgesamt 2,5 Stunden auszudehnen, dass man eben die Leute ein bisschen verteilen kann, dass man mehr Abstand haben kann. Wir haben dem zugestimmt als einmalige Ausnahme. Wir sind dort angefragt worden wegen 1-2,5 Stunden. Der Vorschlag, den jetzt die Regierung vorlegt, würde zusätzliche 60 verkaufsoffene Sonntag und Viertag bringen, insgesamt 660 Stunden, also massiv mehr. So lanciert man eine Diskussion, so beendet man eine Diskussion. Was aber vielleicht nicht nur schlecht sein muss. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss, denn wenn Sonntagsarbeit und eine Kaserne im Vatikan alles ist, wo die Luzerner Regierung einfällt für die Tourismusförderung, dann fangen wir mit dieser Diskussion vielleicht besser gar nicht an. Ursula Berset, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich versuche mal, die zum Teil nicht ganz anstrengend formulierten Fragen und die ausführliche Antwort vom Regierungsrat auf beide Anfragen in zwei Kernpunkten zusammenzufassen. Erstens, unsere Regierung hat sich zusammen mit zwei anderen Kantonen beim Bund dafür stark gemacht, dass für sogenannte Tourismuszonen in Städten Sonntagsarbeit für alle ermöglicht wird. Und zweitens, weil die zur Diskussion stehende Verordnung durch den Bundesrat erlassen wird, wird die neue Verordnung für den Kanton erstmal auf eine Türen öffnen, das heisst eine neue Handlungsoption ermöglichen. Und darum ist die Aktion vom Regierungsrat auch nicht als Schritt in Richtung Aufweichung von unseren immer noch sehr restriktiven Ladenöffnungszeiten zu gewichten. Also aus Sicht der Grünliberalen ist das sehr ein geschickter Schachzug und natürlich ganz in unserem Sinn. Wir haben uns in der vergangenen Debatte zu Ladenöffnungszeiten konsequent für eine liberale Lösung eingesetzt. Und ich bin mir sicher, Sie können sich alle immer noch bestens erinnern an die sehr flammende Rede von meinem Fraktionskollegen Urs Brücker in der Dezember-Session 19. Und ich will hier die Argumente auch gar nicht mehr wiederholen. Wir unterstützen die Haltung des Regierungsrats in seiner Antwort auf die zwei vorliegenden Anfragen, dass es für den Tourismus in Luzern wichtig ist, neue Wege zu denken. Und ich zitiere da, wir brauchen also neue Ideen, um die Wertschöpfung und somit die Arbeitsplätze im Tourismus zu erhalten. Seien wir ehrlich, wir wollen ja alle aus dieser Pandemie, aus diesem Pandemiemodus raus. Und für die betroffenen Unternehmen ist es nicht lustig, am Tropf vom Staat hängen zu bleiben. Darum müssen wir kreativ sein und offen für neue Entwicklungen. Und wenn der Regierungsrat im vorliegenden Thema Bewegung hineinbringt, dann müssen wir jetzt das nicht gerade als Bedrohung sehen. Und am Schluss möchten ja mehr hier im Kantonsrat an das Ladenöffnungsgesetz. Der Regierungsrat kann ja gar nicht einfach an uns Volksvertreterinnen vorbei etwas ändern. Wir werden in dieser Sache sowieso das letzte Wort haben. In diesem Sinne unterstützen wir die grün-liberale Haltung vom Regierungsrat und werden den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit mit Interesse verfolgen. Heidi Scherer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Hilferuf, Bubentrickli, Verheimlichung, Aushebelung. Die FDP, die Liberalen, sind erstaunt über den Sturm im Wasserglas. Schon vor der Pandemie hat man feststellen können, dass das Einkaufsverhalten ändert, auch ohne Diskussionen um die Ladenöffnungszeiten. Mit der Pandemie hat der Onlinehandel einen Riesenboom erlebt. Dass das ändert, wird wohl kaum der Fall sein. Tourismusgebiet, tourismusnähe und tourismusabhängige Branchen leiden aufgrund der Pandemie stark, vor allem in den Städten.
Alle sind im Klaren, dass vieles nicht mehr so wird wie vor Covid-19. Umso wichtiger ist es, dass man bereit ist, sich der veränderten Welt anzupassen und neue Strategien zu entwickeln. Die Schweiz und damit auch der Kanton Luzern ist ein Tourismus-Hotspot. Davon profitieren wir ja alle. Und jetzt sind politische Exponenten zusammengetroffen, um sich einen möglichen, ich betone, einen möglichen Handlungsspielraum zu verschaffen. Was ist denn daran falsch? Wir haben doch kein Denkverbot. Das Resultat ist ergebnisoffen und nicht definiert. Aber schon ist der Medialsturm im Wasserglas da. Unverständlich. Den Städtetourismus zu fördern, der mit Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen viel zu unserem Wohlstand beiträgt, das sei ein Bubentrickli. Es geht doch lediglich um gleich lange Spiesse und flexiblere Handlungsmöglichkeiten. Regionalpolitik darf auch in der Stadt stattfinden, nicht nur in den ländlichen Regionen. Und dass Teile Städte wie Ferienorte zu Tourismuszonen erklärt werden sollen, kann doch eine Chance sein für alle, die möchten und die wollen. Neben einem breiten Freizeit- und Tourismus- und Kulturangebot wie Museen, Kino, Beizen, Bibliotheken, Märkte, Messen etc. und auch öffentliche Dienstleistende, die alle heute auch schon am Sonntag arbeiten, ist es doch auch nachvollziehbar, dass man allenfalls noch einkaufen will. Man kauft ja heute auch in den Tankstellen-Shops oder in den Bahnhof-Shops auch schon am Sonntag ein. Einige Anbieter werden verschwinden, andere werden ihr Konzept müssen anpassen und andere sind bereit für die Zukunft. Flexibilität ist angesagt. Das gilt auch bei dieser sich verändernden Arbeitsort- und Arbeitszeitmodell. Der Prozess ist nicht mehr zu stoppen und das ist auch okay. Ich habe mal gelernt, Initiativen nicht brechen. Das Reisli, das Treffen, war so eine Initiative. Es bietet Chancen für uns alle. Der Regierungsrat hat die beiden Anfragen aus unserer Sicht unaufgeregt, sachlich und nachvollziehbar beantwortet. Armin Hartmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Ladenöffnungszeiten sind ein emotionales Thema. Über Liberalisierung haben wir in der Vergangenheit da viel geredet. Verschiedene Parlamente in der Schweiz haben immer wieder den Mut gefasst, haben Vorschläge gemacht und sind ebenso oft vom Volk zurechtgestutzt worden. Die schon länger dabei sind, wissen, dass Diskussionen über Ladenöffnungszeiten müssen mit Vorsicht angegangen werden. Und was wir jetzt hier vor uns haben, zeigt ganz klar, die Regierung hat diese Vorsicht hier vermissen. Wir zeigen darum Verständnis für die Reaktionen von Markus Gehrig und von Marcel Budmiger und danken ihnen für ihre Vorstöße. Die Antworten der Regierung können wir nur teilweise nachvollziehen. Wir teilen das Engagement für den Tourismus und verstehen den Wunsch nach mehr Handlungsspielraum. Wir teilen auch die Haltung, dass es grundsätzlich keine Denkverbote geben darf. Und trotzdem, politisch ist es ganz klar ein falsches Zeichen, wenn sich der Kanton Luzern hier so kurz nach einem eher mühsamen Kompromiss engagiert. Es ist falsch, eine Diskussion zu lancieren, ohne wenigstens Vorgespräche geführt zu haben, mit den wichtigsten Player. Es muss auch im Regierungsrat klar sein, dass das Vorgehen, die Positionierung als Provokation aufgefasst wird. Natürlich kann man jetzt argumentieren, das Volk und das Parlament haben dem Bundesrat die Kompetenz gegeben und es sei legitim, da schon mal zumindest vorzuspuren und den Handlungsspielraum zu gewinnen. Aber das greift in meinen Augen ganz klar zu kurz. Ich erwarte von der Regierung, dass sie Führungsanspruch geltend macht und auch mal vorausgeht. Aber da ist das Thema Ladenöffnungszeiten ganz klar das falsche Thema. Meine Herren Regierungsräte, für so etwas müssen Sie ein anderes Thema auswählen. Sie müssen etwas wählen, wo Sie wenigstens den Hauch von einer Chance haben, das Volk zu überzeugen. Und das ist da nicht der Fall. Wenn es morgen eine Volksabstimmung gibt über das, hat das keine Chance, aber auch gar keine Chance. Natürlich, es wird jetzt noch keine Volksabstimmung geben. Die diesbezüglichen
Kompetenzen, was das Vorspuren angeht, sind klar. Aber es ist unsere Aufgabe als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, schon jetzt auf die Haltung vom Volk hinzuweisen, weil im Thema Ladenöffnungszeiten hat das Volk alles gesagt. Fabrizio Misticoni, Sie haben das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir danken der Regierung für die kurzfristige Beantwortung der Anfragen. Ein bisschen unsensibel ist es aus unserer Sicht schon, wenn ein solcher Auftritt unangekündigt stattfindet und wenn insbesondere die Sozialpartner zumindest nicht vorgängig informiert werden. Insbesondere im Wissen darum, wie kontrovers die Diskussion 2019 war. Es wird dazu in der Antwort ausgeführt, mit dem Vorstoss auf nationaler Ebene wird auf kantonaler Ebene noch gar nichts geändert. Das ist grundsätzlich schon so richtig. Die offensichtliche beabsichtigte Positionierung und Signalwirkung ist aber irreversibel. Die offensichtlichen Widersprüche in den Antworten sind ja bereits von einigen Vorrednern aus verschiedensten Parteien aufgezeigt worden. Die Reaktionen zeigen, kommunikativ ist der Versuchsballon wahrscheinlich nicht 100% durchdacht gewesen. Ich hoffe, die Botschaft ist ein bisschen angekommen. Beweggründe aus Sicht des Wirtschaftsdirektors sind in den Grundzügen ja schon nachvollziehbar. Und es ist sicher nicht grundsätzlich verkehrt, sich für die Stadt Luzern als Wirtschaftsregion einzusetzen und sich auch diesbezüglich weitergehende Überlegungen zu machen, zu einer hoffentlich nachhaltigen Weiterentwicklung vom Stadttourismus zu machen. Aber Markus Gehrig als direkt Betroffener hat sehr eindrücklich geschildert, wie sich der Lademix in der Stadt Luzern, ich würde mal sagen, negativ entwickelt hat. Ob eine Aufweichung von der Sonntagsregelung dem Phänomen wirklich entgegenwirken, ich hätte meine Zweifel. Und über die massiven Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten sind wir uns ja hoffentlich einig. Wir begrüßen es aber auch, dass gemäss der Antwort der Tourismus im Kanton nachhaltig und zukunftsgerichtet gestaltet werden sollte. Der erwähnte Fokus aus Gästen aus der Region, der Schweiz und dem europäischen Ausland ist sinnvoll. Auf Qualität vor Quantität und vor Kurzaufenthalter zu setzen, ist ebenfalls richtig. Ob es dazu wirklich eine Aufweichung von der aktuellen Sonntagsverkaufsregelung braucht, ist fraglich. Wir begrüßen auch die klare Haltung in den einen Antworten, dass an dem Kompromiss festgehalten werden soll. Die Aussage muss aber auch Bestand haben. Und darum, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das konsequente Festhalten am Kompromiss von 2019 ist in erster Linie auch eine Aufgabe von unserem Rat. In der damaligen Debatte hat es ja durchaus schon einige Liberalisierungsgelüste gegeben, offen oder verklausuliert. Für die Grünen, jungen Grünen ist klar, der damalige Kompromiss, der notabene ohne Volksabstimmung, also ohne die letztinstanzliche Legitimation durchgewunken worden ist, muss Bestand haben. Herr Regierungsrat Fabian Peter, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke für die Diskussion. Ich danke natürlich auch für die einigen positiven Voten, nachdem ja schon einige Kritik hereingeprasselt ist, auch natürlich bereits in den Anfragen schriftlich formuliert. Es geht um einen nationalen Vorstoß und es geht um den Tourismus. Die Corona-Pandemie belastet viele Branchen seit 2 Jahren stark. So leidet auch der Tourismus, ganz besonders in den Städten. Das ist Ihnen bewusst. Gerade in Luzern ist der Tourismus ein relevanter Wirtschaftsfaktor. So haben vor der Pandemie allein in der Stadt Luzern rund 7.800 Personen gearbeitet und eine Wertschöpfung von fast 850 Millionen Franken erwirtschaftet. Es geht also auch um Arbeitsplätze. Es geht um Leute, die eine Beschäftigung haben in diesem Sektor. Der Tourismus ist nicht nur ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Der Tourismus trägt auch zu einer kulturellen Vielfalt mit Museen, mit Konzerten, mit einer Internationalität, die dadurch geschaffen wird, zu einem breiten Gastronomieangebot oder zu Verkehrsinfrastrukturen wie der Schifffahrt oder der Bergbahnen bei. Und er trägt auch zur Finanzierung dieser Angebote bei.
Der Städtetourismus ist von der Pandemie nachhaltig belastet, Geschäftsreisen bleiben aus, Kongresse finden digital statt und Konzerte fallen aus. Wir müssen uns also Maßnahmen überlegen, wie wir den Tourismus in den Städten wieder ankurbeln können. Mit Geld vom Staat alleine können wir den Tourismus nicht retten und es kann auch nicht die Aufgabe des Staates sein, langfristig Geld in den Tourismus zu stecken. Wie soll also der Tourismus wieder auf Vordermann gebracht werden? Wie können wir diese Arbeitsplätze erhalten? Wie können wir diese Wertschöpfung eben erhalten, damit sie nicht verloren geht? Und wie können wir auch die Vielfältigkeit in den Innenstädten in der Schweiz, ich spreche jetzt auch für die Schweiz, eben erhalten? Wir müssen den Tourismus für die Zeit nach der Pandemie neu denken, insbesondere bei uns in Luzern. Jetzt heißt es also, den Blick nach vorne zu öffnen, innovativ zu sein und nicht im Vornherein sich neuen Ideen zu verschließen. Am 14. Januar habe ich darum als Volkswirtschaftsdirektor unseres Kantons an einer Medienorientierung in Zürich teilgenommen. Die Orientierung fand unter der Leitung meiner Regierungskollegin Carmen Walker-Späh, ihres Zeichens Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zürich, sowie Christian Witta, Vorsteher des Finanz- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern, des Kantons Tessin, sowie Tourismusvertretern aus Zürich und Genf, wobei derjenige aus Genf aufgrund Corona leider nicht vor Ort sein konnte. Auch Branchenvertreter waren dabei. Die Gesamtregierung war über die Medienorientierung informiert und unterstützte meine Teilnahme. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich hat diesen Event organisiert und selbstverständlich, weil darum geht es ja eben, die Medienorientierung allen Medien zugesandt. Also von einer Verheimlichung kann keine Rede sein. Bei einer Medienorientierung geht es ja darum, dass man eben die Öffentlichkeit informieren kann. Das Hauptanliegen, und übrigens, das ist ja gelungen, wir sprechen ja heute darüber. Das Hauptanliegen der Rednerinnen und Redner am 14. Januar war die Belebung des Städtetourismus. Es geht um den Tourismus, und zwar in der ganzen Schweiz. Sämtliche Schweizer Städte, nicht nur Luzern, leiden im Tourismussektor zum Teil massiv unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und werden mit großer Sicherheit auch unter den Nachwirkungen der Pandemie noch länger leiden. Eines der vorgebrachten Anliegen war die Überprüfung einer Verordnung zum Arbeitsgesetz auf Bundesebene. In dieser Verordnung sind nämlich heute die touristischen Berggebiete besser gestellt als die städtischen touristischen Gebiete. So sind heute die Berggebiete bei den Ladenöffnungszeiten freier als die Städte. Hier möchte ich gleich ein Missverständnis aus dem Weg räumen und für Klarheit sorgen. Wir sprechen immer nur von städtischen und gleichzeitig touristischen Gebieten. Es geht nicht um den ganzen Kanton Luzern, es geht auch nicht um die ganze Schweiz, es geht nur um städtische und gleichzeitig touristische Gebiete. Es kann also keiner Art und Weise auch der Angriff auf den Kompromiss für den ganzen Kanton Luzern angepriesen werden. Es liegt also in der Kompetenz des Bundesrates, diese Verordnung eben für die touristischen Gebiete anzupassen. Ich bin mir als Volkswirtschaftsdirektor sehr wohl der Situation im Kanton Luzern bewusst. Aus Luzerner Sicht steht die Änderung der aktuellen Regelung für den ganzen Kanton nicht zur Diskussion. Ich möchte hier darum, um Ihnen auch aufzuzeigen, dass ich dies so kundgetan habe, kurz zitieren aus meinem Votum am 14. Januar. Luzern ist bei den Ladenöffnungszeiten für den ganzen Kanton eher restriktiv. Die Stimmbevölkerung hat sich mehr als einmal gegen Liberalisierungen ausgesprochen. Erst seit kurzer Zeit führte ein Kompromiss zu leicht längeren Öffnungszeiten. Mir geht es heute nicht darum, dass wir im ganzen Kanton Luzern bald längere Öffnungszeiten haben. Es geht mir heute darum, dass wir einen möglichst großen Handlungsspielraum haben, um den Tourismus neu zu denken und für die Zukunft zu gestalten. Alle Kantone sollen mit ihren Gemeinden definieren können, wann und wo Geschäfte für touristische Zwecke eben auch öffnen dürfen oder nicht. Das waren meine Aussagen, meine Kernaussagen an der Medienkonferenz in Zürich. Der Grund für unser Engagement auf nationaler Ebene liegt denn auch beim kantonalen Tourismusleitbild, das zurzeit überarbeitet wird. Für dieses Leitbild möchten wir eben, wie Sie auch und übrigens auch gibt es Ihrem Rat, eben mehr Handlungsspielraum haben, um zu prüfen, wie wir denn den Tourismus weiterentwickeln können.
Und da darf man auch über erweiterte Ladenöffnungszeiten, beschränkt beispielsweise auf Zeiten, auf Tage, eingeschränkt auf Quartiere, vor allem auf den Tourismus oder nur auf den Tourismus, auch auf Jahreszeiten. Das kann man alles einschränken. Das wäre dann in der Kompetenz Ihres Rates im Rahmen des Tourismusleitbildes und einer eventuellen Gesetzesrevision. Wir wollen beispielsweise mehr Individualtouristen aus mehr Gästemärkten ansprechen. Wir wollen mehr Gäste aus der Region, aus der Schweiz, aus Europa. Wir wollen einen nachhaltigeren Tourismus fördern. Dazu gehört auch die Anreise. So hoffen wir natürlich, dass Luzern in Zukunft mit dem Durchgangsbahnhof noch besser, regelmäßiger und schneller an die anderen Schweizer Zentren angebunden ist. Da kann man auch von einer Stadt rasch in die nächste gehen. Aber es muss attraktiv sein. Wir müssen ein attraktives Angebot haben, auch für Individualtouristen, die aus Europa kommen und vielleicht auch eben mit dem Zug kommen. Das Tourismusleitbild ist in Erarbeitung und voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird der Entwurf des Leitbildes und das angepasste Tourismusgesetz in die Vernehmlassung gegeben. Für die Anpassung des Tourismusgesetzes werden wir ja Ihrem Rat die Botschaft dann vorlegen. Sollte der Bundesrat die arbeitsrechtliche Verordnung auf Bundesebene anpassen, wäre eben eine Diskussion im Kanton Luzern überhaupt erst möglich. Erst dann könnten wir auch über die Chancen dieses Themas diskutieren. Das geht vorher gar nicht, weil wir diese Handlungsmöglichkeiten nicht haben, weder unser Rat noch Ihr Rat. Und wenn das soweit kommen sollte und diese Idee als Chance aufgegriffen werden sollte, dann werden wir das eben mit den Sozialpartnern, mit den Betroffenen auch diskutieren und das weitere Vorgehen anschauen. Im Gegensatz zu anderen Kantonen ist ja bei uns auch die Ladenöffnungszeiten in einem separaten Gesetz geregelt und die Ruhetage müssten also geändert werden. Ich möchte in diesem Sinne noch einmal betonen, der Regierung steht hinter dem Kompromiss von damals. Es geht aber hier um den Tourismus und ein Denkverbot für das Tourismusleitbild darf es nicht geben. Es ist unserem Rat ein Anliegen, den Handlungsspielraum für unseren Kanton so groß wie möglich zu halten und gleich lange Spieße für die touristischen Städte wie für die touristischen Berggebiete zu erhalten und eben auch Chancen für den Tourismus der Zukunft zu finden. In diesem Sinne danke ich für die Diskussion. Markus Gehrig war teilweise und Marcel Budmiger war nicht zufrieden mit der Antwort der Regierung. Das Geschäft ist erledigt. Wir kommen zu der Einzelbehandlung von Anfrage 775 von Anja Meier. Der Regierungsrat, respektive Anja Meier, ist teilweise zufrieden. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke für die Überweisung der Dringlichkeit und die Beantwortung. Ich verzichte auf Ausführungen zu der Vorlage. Sie alle in diesem Saal wissen, worum es geht. Eine unabhängige, qualitativ hochstehende und vielfältige Medienlandschaft im Kanton Luzern als Basis für unsere Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Regierung schreibt, dass die Luzerner Medienlandschaft beständig sei und im Kanton die Informationsvielfalt heute auf einem höheren Niveau gewährleistet und gut zugänglich sei. Jein, sage ich da, in Anbetracht von gewissen beunruhigenden strukturellen Entwicklungen, insbesondere eine Konzentration in der Luzerner Medienlandschaft und ein Abbau von redaktionellem Personal, wo in diesem Rat auch bereits zu reden gegeben hat. Die Regierung hat in ihrer Antwort auf M3 von Rael Estermann noch selber geschrieben, dass diese strukturellen Entwicklungen dazu geführt haben, dass kantonale politische Themen nur noch ausnahmsweise kompetent eingeordnet und mit der nötigen Sorgfalt und Tiefe auch kontrovers behandelt und kommentiert werden. Erfreut nehme ich zur Kenntnis, dass die Regierung die gefährlichen Auswirkungen von einer Ablehnung vom eidgenössischen Medienpaket auf dem Radar hat. Die Medienvielfalt im Kanton die würde abnehmen durch zurückgehende Umfänge, weniger Medienschaffende, tiefere Qualitätsstandards und verschwindende Medientitel. Die Folge von weniger lokaler und regionaler Berichterstattung, weniger zuverlässige und rechenschaftspflichtige Quellen für die politische Meinungsbildung. Dass die Regierung die gezielte Förderung von kleinen und mittleren Zeitungen als sinnvoll beurteilt, das ist erfreulich. Und genau das steht ja im Zentrum des eidgenössischen Pakets. Wer wird es denn bei einer Ablehnung über den Architekturwettbewerb, über die Aufwertung des Gauflinger Dorfzentrums berichten?
wer über die eingereichte Petition in Dagmersellen zu Tempo 30 und wer über die Bauernwallfahrt in Städtebach. Es darf bezweifelt werden, dass bei einem Verschwinden von einem Seetaler oder Willisauerbot andere Medien auf dem Platz Luzern aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu grösseren Medienkonzernen komfortabler aufgestellt sind, in die so entstehende Lücken würden springen und die Berichterstattung in allen Regionen unseres Kantons auf dem heutigen Niveau würden sicherstellen. Damit Regional- und Lokalnews weiterhin a. vorhanden sind und b. bezahlbar bleiben, müssen aber auch im Kanton Luzern die politischen Leitplanken dafür gestellt werden. Ein bisschen beherzteres Engagement hätte ich mir darum bei der Frage 6 und 7 gewünscht, über die bestehenden Ansätze einer kantonalen Medienpolitik. Die Regierung spricht zwar von einer intensivierenden Kommunikation der Behörden gegenüber den Medien, aber mit Verlaub, unter einer Stärkung des unabhängigen und qualitativen Journalismus, da stellt sich die SP etwas anderes vor. Gerade weil Medien demokratiepolitisch relevant sind, wünsche ich mir, dass sich der Kanton mit mehr Kreativität und Bewusstsein für sie einsetzt. Unabhängig vom Abstimmungsausgang besteht für die SP ein Prüfungsbedarf von kantonalen Anschluss- und Komplementärmassnahmen. Andere Kantone, Graubünden, St. Gallen, Waadt, Genf, Bern, die machen das bereits mit vielfältigen Ansätzen vor. Sei es direkt oder indirekt über eine Stärkung der Medienstrukturen. Beispiele sind die Übernahme von gewissen nicht gedeckten Ausbildungs- und Weiterbildungskosten von Medienschaffenden, verbilligte Abonnements für Jugendliche, insbesondere online, oder die Unterstützung der digitalen Transformation von Redaktionen, der Erlass von Mieten in Zeitungsboxen vom öffentlichen Raum, eine Stärkung der Regionalbüros der Schweizerischen Depeschenagentur Kirsten Estia sowie die Förderung der Medienkompetenz an den Schulen. Wir freuen uns, wenn das Thema mittelfristig nicht vom Radar auf unserem Rat verschwindet. Daniel Rüttimann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank an die Regierung für die Beantwortung von einer sehr aktuellen Thematik. Erfreulicherweise lässt sich auch festhalten, dass der Kanton Luzern heute noch über eine ausgeprägte und aktive Lokalmedienstruktur mit vielen Zeitungen verfügt, was ich persönlich als sehr wertvoll betrachte. Wenn die aktuelle Situation der Medienlandschaft seitens Regierung insgesamt als gut eingestuft wird, ist das einerseits erfreulich und das Ergebnis von bisherigen Bemühungen und guten Planungen. Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Medienlandschaft aktuell und zukünftig gefordert ist, zeitgemäss und betriebswirtschaftlich gesund zu bleiben. Wer die aktuelle Abstimmungsbotschaft vom Bund aufmerksam liest, erkennt die Chancen und die Wichtigkeit dieser zeitlich befristeten Förderung. In den letzten 14 Jahren sind die Werbeeinnahmen der Zeitungen um 75% eingebrochen. Im Zentrum steht mittelfristig eben darum die finanzielle Sicherung der diversen Angebote. Wie die Regierung richtig feststellt und auch einstuft, wird bei einem Nein der Schnauf bei zahlreichen Medien schneller ausgehen. Folglich würden also auch Qualität und Quantität der Berichterstattung abnehmen. Dass diese Entwicklung für die politische und gesellschaftspolitische Meinungsbildung nicht optimal ist, das erkennt in der Antwort auch die Luzerner Regierung. Die Wichtigkeit der Medien und das Interesse an guter Berichterstattung hat der Regierungsrat mit der Antwort auf die Motion M3, wir haben es vorher gehört, bereits 2019 bekräftigt. Das MATS in Luzern, also die Schweizer Journalistenschule für das führende Schweizer Kompetenzzentrum für Journalismus und Kommunikation, das MATS ist wichtig, nicht nur für die Berufsbranche und die Medien. Das MATS ist bedeutend für den Standort Luzern und die Innerschweiz. In diesem Sinn finde ich es verantwortungsvoll, dass die Regierung hier in der Antwort eine aktuelle politische Abstimmungsfrage inhaltlich, sachlich einzuordnen verstanden umsetzen. Wir als Stimmvolk haben am 13. Februar die Möglichkeit, gesellschaftspolitische Verantwortung ebenfalls übernehmen, mit dem nötigen Weitblick umzusetzen und so Medienförderung konkret zu unterstützen. Froni Thalmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Damen und Herren.
Ja, es ist immer gut, wenn solche Anfragen gestartet werden, um die Meinung bei einer bevorstehenden Abstimmung zu äußern und Werbung zu machen. Gerade wegen der Fake News. Aber was sind Fake News? Falschmeldungen, sagt man doch dem so schön. Aber nichts zu sagen kann auch eine Falschmeldung sein. Darum sage ich etwas dazu. Denn mit keinem Wort werden Rondauer, Wochenzeitung für Zemmital und Entlebuch und ganz viele andere wertvolle regionale Informationsorgane erwähnt. Genau diese Lokalzeitungen bringen nämlich in alle Haushalte sehr gut recherchierte Beiträge, auch Werbung von Gewerbe, ohne Wenn und Aber und Abo. Die werden so nicht überleben können und werden dann genötigt, auf das Abo-System umzusteigen und den Weg Info für alle zu verlassen. So können sie aber nicht alle Haushalte mehr erreichen. Ist das auch nicht im Sinn vom Kanton und der Gemeinde, wenn die Lokalzeitungen in jede Haushalte kommt? Abonnierte Zeitungen sind eben nie flächendeckend. Das heisst übersetzt ein Informationsverlust. Werden solche Zeitungen, die für alle Leser zugänglich werden, diskriminiert? Für mich als Sozialvorsteherin ist das nicht tolerierbar. Die unabhängige Berichterstattung ist ein grosser Vorteil und bringt Vertrauen in alle Leser. Wie können so viele gescheite Leute in Bern eine solche diskriminierende Vorlage verabschieden? Ich freue mich, wenn die Abstimmung dann halt gleich ein Nein durchbringen könnte und die zusätzlichen Fördergelder neu und gerechter verteilt werden und vor allem jenen, der wirklich zu gut kommt, die lokal Info und Beiträge liefern. Journalismus ist Journalismus und der kommt für die Art also wirklich nicht darauf an. Wieso auch immer, man hat da die kleinen Lakaien und die grossen berücksichtigt. Sogar Sonntagszeitungen tut man noch unterstützen. Keine einzige lokale, regionale Zeitung gibt eine Sonntagsausgabe raus. Gut betuchte Menschen, die können sich ein Abo leisten und sind nicht auf Gratismedien angewiesen. Es gibt eben noch die anderen. Das Mediengesetz fördert neu innerhalb der Bevölkerung eine Zweiklassengesellschaft. Diese Förderung ist wettbewerbsverzerrend und gefährdend mit Fortbestand von lokalen Zeitungen. Das ist kein Fake. Ich muss gerade wegen dem noch sagen, ein Nein einzulegen. So können die zusätzlichen Gelder gerecht verteilt werden, denn die 136 Millionen, die bis jetzt geflossen sind, fließen dann noch weiterhin und das andere wird neu verteilt. Rahel Estermann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin gerade beeindruckt von der Abstimmungswerbung hier. Ich werde auch ein Ja einlegen, aber ich möchte eigentlich in meinem Votum eher darüber ausschauen und nicht auf die Abstimmungswerbung nur eingehen. Ich danke dem Regierungsrat für die Auslegeordnung, für das Stimmungsbild von der Luzerner Medienlandschaft vor dieser Abstimmung. Grundsätzlich sind wir ja in einem Moment, wo sich, glaube ich, eine Illusion auflöst in unserer Gesellschaft, nämlich das journalistische Information selber, dass das ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Das mag ganz in wenigen Ausnahmen funktionieren, aber eigentlich hat man Journalismus schon immer finanziert mit Inserat, wo man damit verkauft hat. Aber die Einnahmen, die fließen nicht mehr so wie früher und die wenigen, die immer noch fließen, die sind nicht mehr dazu da bei den grossen Medienhäusern, um den Journalismus querfinanzieren. Für das braucht es heute andere Mittel. Das Medienpaket macht das Angebot, es befristet es, man soll die Transformation ins digitale Zeitalter fördern. Ich unterstütze das, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Für die Geschäftsmodelle, da gibt es verschiedene Ideen und ich bin noch, also noch interessant gefunden, dass der Kanton in seinen Antworten auf sogenannte Leistungsschutzrecht verweist. Das meint, das Leistungsschutzrecht, dass grosse Tech-Plattformen eine Abgabe zahlen in Zukunft für das Verbreiten von journalistischen Artikeln. Die Hoffnung, dass jetzt hier der grosse Geldbach dann fließt aus den USA, die sollte man nicht zu hoch hängen, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Das Leistungsschutzrecht, das gibt es schon in verschiedenen Ländern und es hat noch nie dazu geführt, dass viel Geld geflossen ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich das meiste weiterhin gratis. Bitte schaut es also genau an, wenn Ihnen jemand in Zukunft das Leistungsschutzrecht als Medienzukunft und Finanzierungsquelle antreibt. Trotzdem, die Medien stehen in der Pflicht,
sich auf die Socken zu machen für ein funktionierendes Modell, wie sie ihre Inhalte verbreiten wollen. Sollte das Medienpaket abgelehnt werden, stehen wir hier innen, aber genauso in der Pflicht. Dann müssen wir nämlich diskutieren. Wir müssen uns fragen, was uns eine funktionierende regionale und lokale Berichterstattung wert ist. Frau Nitalmann hat vorher diverse aufgezählt, ich kenne die gar nicht alle, aber die haben alle wirklich eine wichtige Funktion. Und sie müssen uns viel wert sein, weil ohne Lokalmedien gibt es keine lokale Demokratie. Es gibt keine gute Gemeindepolitik. Ihre Gemeindepolitik hier drin, sie sind auf lokaler Ebene sehr häufig aktiv. Es gibt auch ohne Lokalmedien keine Präsenz für ihren Musikverein, für ihren Sportverein, für die Identität von ihrem Dorf oder ihrer Stadt. Und es gibt einen wahnsinnig schweren Stand, um hier das Funktionieren aufrechtzuerhalten. Also unsere Lokalmedien sind eine unverzichtbare Infrastruktur für unser Zusammenleben. Und ich hoffe sehr, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen das am 13. Februar auch so sieht. Falls nicht, müssen wir uns hier an den Tisch hocken mit konstruktiven Leuten von der Luzerner Politik und überlegen, wie wir die Rahmenbedingungen für die Lokalmedien stärken können. Weil Qualität und Medienvielfalt sichern, das brauchen wir hier und ich bin gespannt auf die Diskussionen. Merci. Ricarda Schaller, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon sehr viel gesagt worden von meinen Vorrednerinnen und ich möchte auch der HLS mal beipflichten, die gesagt haben, die Medien müssen auch in eine neue Welt, wie die meisten Unternehmen heute. Und bei den Medien ist das ein bisschen speziell, weil sie effektiv in unserem Land eine essentielle Rolle haben für Medienvielfalt, Qualitätsjournalismus. Das sind Grundbedingungen für eine Funktion. Jetzt noch nicht darauf ein, was passiert, wenn wir das nicht bekommen. Ich möchte viel lieber noch ganz kurz sagen, warum wir Grünliberalen das unterstützen. Es ist ja eine Förderung von Medien, von Staatsmedien, und von privaten, nicht von Staatsmedien, Entschuldigung, staatliche Förderung von Medien, die unsere Vielfalt garantieren soll. Und grundsätzlich ist die befristet auf 7 Jahre und das ist wichtig. Sie ist eben wichtig, weil sie eine Stütze gibt in dieser schwierigen Zeit, wo die verschiedenen Medien die Werbeeinnahmen wegbrechen, weil sie an Google und Facebook vor allem an grosse internationale wegbrechen. Und da haben wir schon eine öffentliche Aufgabe, dass wir die Veränderung, die vorgeht, so begleiten, dass eben am Ende nicht nur noch wenige Medien überleben, sondern eine Vielfalt und eine gute Qualität von Journalismus kann bestehen bleiben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es die begrenzte Unterstützung braucht, damit die Veränderung irgendwo gehabt werden kann von den Medien und dass wir eine gewisse Vielfalt da in diesem Kanton auch beibehalten können. In dem Sinn hoffe ich natürlich auch auf eine grosse Unterstützung und hoffen wir Grünliberalen auf eine grosse Unterstützung am 13. Januar für das Medienpaket. Besten Dank. Andreas Bertschi, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, einmal mehr sind wir überrascht, welche dringlichen Anfragen im Kantonsrat eingereicht werden. Am 18. Juni 2021 wurde das angesprochene Bundesgesetz in den eidgenössischen Räten beschlossen. Damals interessierten die gestellten Fragen offenbar niemand. Anfang Oktober wurde dann das Referendum mit 113.000 Unterschriften eingereicht, doch weder zu diesem Zeitpunkt noch während der Oktobersession noch während der Dezembersession schien ein Handlungsbedarf zu bestehen. Was sich in der Zwischenzeit verändert hat, um nun eine dringliche Anfrage zu rechtfertigen, ist mir nicht ganz klar. Aber zum Glück müssen hier im Kantonsrat weder Werbefenster für Schmuckgeschäfte noch Werbefenster für nationale Abstimmungsvorlagen bezahlt werden. Unserer Meinung nach sind die Fragen durch den Regierungsrat korrekt und ausführlich beantwortet. Wir teilen die Meinung, dass wir im Kanton Luzern eine erfreuliche Medienvielfalt haben und zu dieser Sorge tragen müssen. Ziel von Bundesrat und Bundesparlament war es ja dann auch, mit dem Maßnahmenpaket zugunsten der Medien die regionalen und lokalen Medien zu stärken. Leider verfehlt die nun vorliegende Vorlage dieses Ziel deutlich. Ein Großteil der zusätzlichen 150 Millionen Schweizer Franken geht zu den großen, rentablen Medienhäusern.
Die vier grossen Medienkonzerne haben selbst im Corona-Jahr 2020 fast 300 Millionen Franken erwirtschaftet. Genau diese Medienhäuser gehören mit der vorliegenden Massnahmenpaket zu den größten Profiteuren. Aus diesem Grund lehnt eine Mehrheit der FDP die Liberalen das vorliegende Medienpaket am 13. Februar ab. Dies gibt Bundesrat und Parlament die Möglichkeit, eine Vorlage zu erarbeiten, welche wirklich bei den regionalen und lokalen Medienschaften ankommt. Herr Regierungsrat Fabian Peter, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Medien haben eine wichtige Funktion in der Demokratie. Insbesondere für die Lokal- und Regionalpolitik sind eben die regionalen Medien sehr wichtig und leisten einen wichtigen Beitrag für die Meinungsbildung. Die Medienlandschaft unterliegt einer großen Transformation. Das haben wir auch gehört. Die Digitalisierung schreitet voran und es fehlen vor allem Einnahmen durch Inserate, die sich eben verschoben haben zu den sogenannten Tech-Giganten, zu Social-Media-Kanälen. Die Regierung hat die Fragen ausführlich beantwortet. Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme. Wir können bereinigen. Anja Meier war mit der Antwort teilweise zufrieden. Das Geschäft ist erledigt. Wir fahren fort mit dem Paket 779 und Postulat 780 von Jasmin Ursprung. Jasmin Ursprung ist mit der Antwort teilweise zufrieden, verlangt Diskussion. Wir behandeln dies als Paket. Es liegt ein Antrag auf teilweise erhebliche Erklärung von Pia Engler vor und ein Antrag auf Ablehnung von Hannes Koch. Jasmin Ursprung, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Luzerner Fasnacht hat Tradition und gehört schon seit Jahrzehnten zu unserem Kulturgut. Nicht umsonst wird unsere rüdigste Woche im Jahr auch die fünfte Jahreszeit genannt. Der Winter und alle negativen Gedanken werden vertrieben und der Frühling und alles Positive wird willkommen geheissen. Bereits letztes Jahr musste unsere Fasnacht abgesagt werden. Doch zum heutigen Zeitpunkt sieht es anders aus. Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen und es ist seitens Bund viel mehr möglich. Wir begrüßen darum, dass der Regierungsrat keine kantonale Verschärfungen vorsieht und somit mein Postulat als erheblich erklärt hat. Was jedoch vielen Luzernerinnen und Luzernern am Herzen liegt, sind die Fasnachtsumzüge, wie auch die Tagwachen, die als Herzstück gelten. Da hätten wir vom Regierungsrat eine klarere Antwort erwartet. In meiner Anfrage zum Lichtfestival Luzern wird geschrieben, dass das Festival mit der Fasnacht nicht vergleichbar ist. Man ist beim Lichtfestival immer wieder weitergegangen von Sujet zu Sujet. Ja, aber trotzdem hat es immer eine riesige Masse gehabt, den jeweiligen Standort. Und wenn man stehen geblieben ist, hat man zwar dann nicht immer die gleichen Leute neben einem gehabt, aber trotzdem immer Leute. Somit finde ich nicht, dass man die Situation nicht vergleichen kann. Zudem wird das Argument vom Konsum von alkoholischen Getränken genannt. Ja, Fasnacht ist ein Fest. Aber man muss auch sehen, wer häufig an diesen Umzügen dabei ist. Häufig sind das Familien mit ihren Kindern, die die Luzerner Kultur näher bringen wollen. Und alles, was nachher passiert, ist wieder geordnet. Häufig werden die Leute dann in Beizen gehen, die auch wieder eigene Schutzkonzepte haben. Wie das auch schon beim Lilo der Fall war. Darum finden wir, dass die Umzüge, wenn sie bundesrechtlich möglich sind, nicht verboten werden sollten. Abschliessend bin ich Ihnen für eine Erheblichkeitserklärung von meinem Postulat für eine pandemiegerechte Fasnacht dankbar und hoffe auf eine rüdig gute Fasnacht 2022. Pia Engler, Sie haben das Wort. Herr Präsident.
Präsident, meine Damen und Herren. Die SP-Fraktion beantragt teilweise Erheblichkeit. Bunte Masken, kreative Kleinformationen, wildes Treiben, Trauben von Menschen, ausgelassene Stimmung, volle Gassen, ein Rathaustreppen, wo kein Durchkommen ist, gestossen volle Restaurant, dicht besuchte Umzüge. Das ist doch Fasnacht. Uns fehlt aber die Vorstellungskraft, wie das Treiben auf der Strasse, in den Gassen und in den Restaurants in der aktuellen Situation gehen soll, ohne dass es klare Vorgaben und Einschränkungen gibt. Es soll nicht zu einem Superspreader-Anlass werden. Wir denken, dass es äußerst schwierig ist, für die Veranstaltungen unter den Begebenheiten, die wir jetzt haben, das durchzusetzen. Und so hat zum Beispiel der Kanton Uri den Umzug dann auch schon bereits abgesagt. Und wir finden auch, dass es da auch wieder darum geht, dass wir wirklich die Kantone auch ein abgesprochenes Vorgehen haben und nicht jede Gemeinde eine eigene Veranstaltung oder eine eigene Vorgabe gibt für die Fasnacht. Grundsätzlich sind wir für so viel Fasnacht als möglich, aber eben unter Einhaltung von diesen Vorgaben. Wir haben grösste Bedenken, wenn man die Fasnacht einfach so den Gang lassen, wie es wir es gewöhnt sind, auf Selbstverantwortung setzt oder so tut, als wäre Corona schon vorbei. Unserer Ansicht sind wir auch nicht zuständig bezüglich der Durchführungsfrage. Und noch heute treffen sich die Vertreterinnen von Stadt, Organisatorinnen von Fasnacht und der Kanton, um die Durchführung und ihre Rahmenbedingungen zu beraten. Unser Rat sollte jetzt nicht mit einem Beschluss vorgreifen. Und zudem muss auch die epidemiologische Lage kurz vor der Fasnachtstage noch berücksichtigt werden und wird auch Ausschlag geben, was möglich ist und was nicht. Und noch ein letzter Schlussgedanke. Noch immer sind die Spitäler am Anschlag und das Personal ist ermüdet. Weder neue zusätzliche Ansteckungen noch die vermeidbaren, unvermeidbaren alkoholbedingten Notfälle hat jetzt Spital notwendig, die einfach zu der Fasnacht gehören. Wenn Sie das auch so sehen, folgen Sie unserem Antrag für die teilweise Überweisung von diesem Postulat. Hannes Koch, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Bei den Grünen, jungen Grünen, gibt es auch einige Fasnächtler und 3 eremitierte Fasnächtler. Und ich bin selber auch einer. Die Anfrage habe ich sehr interessant gefunden und finde, die Regierung macht dort eine ganz wichtige Klarstellung. Lilu und Fasnacht sind mitnichten zu vergleichen. Wir erleben, liebe Jasmin, liebe SVP, wir erleben die Fasnacht ganz anders als Lilu. Wir wissen ja nicht, wo ihr Fasnacht feiert. Das Lilu ist wirklich ein schöner Anlass, wo es ab und zu ein paar Menschenansammlungen gegeben hat. Restaurants sind gut besucht gewesen, aber man hat in der Regel einen Platz gefunden. An der Fasnacht sind die Gassen gestossen voll. Menschen tanzen ausgelassen. Es gibt Polonesen, die sich durch die Menge schlängeln. Beizen platzen aus der Nöte. Und eine beachtliche Anzahl von Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben 1 oder 2 Hurenhaft zu viel hinter Maske gekippt. Nein, die beiden Veranstaltungen sind wirklich nicht zu vergleichen. Gut erachten wir auch die Aussage, dass der Luzerner Regierungsrat noch nie Umzüge organisiert oder verschoben hat. Das ist sicher auch gut so. Wie auch immer, ob Lilu oder Fasnacht, es gilt, die epidemiologische Lage zu beachten und dementsprechend abzuwägen und zu entscheiden. Die Entscheidungen und Regelungen sind, sagen Sie, vom Bund oder gegebenenfalls, nur wenn notwendig natürlich, vom Kanton verstärkt, gelten für alle und alle Anlässe gleichermaßen. Jetzt aber zum Postulat, wo wir Grüne, junge Grüne, einen Ablehnungsantrag eingereicht haben. Jetzt bin ich rausgefallen, aber das macht auch nichts. Wichtig ist uns, dass man auf die Fasnacht die epidemiologische Lage beachtet. Ganz einfach, wir können nicht einen Monat, also gestern, in einem Monat, ist Schmudo. Wir können nicht in einem Monat voraus von der Regierung verlangen, dass sie, wenn es denn notwendig sollte sein, keine schärfere Massnahmen als der Bund zulässt. Der Krisenstab vom Kanton und der Regierung
fällt solche Entscheidungen ja nicht einfach wegen lustig, sondern sie orientieren sich an den Weisungen vom Bund und wie gesagt an der epidemiologischen Lage. Und genau das erwarten wir weiterhin von der Regierung und darum können wir das Postulat nicht unterstützen. Wir können zwar weiter brüllen, damit der Bruder Fritschi auch wirklich am Schmud ob Fasnacht eröffnen kann. Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, speziell der vulnerablen Personen, ist aber wichtiger als ein einzelner kultureller Anlass. Gesundheitsinstitutionen wie LUPS, Pflegeheim, Spitex-Organisationen, Hausarztpraxen gilt es nicht zusätzlich zu belasten. Wenn sie in einem Monat Massnahmen braucht, dann müssen wir die umsetzen. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass die Fasnacht auf irgendeine Art mit der notwendigen Sicherheit durchgeführt werden kann. Wir Grünen, junge Grünen, sind sehr für die Fasnacht, aber gegen die Überweisung von dem Postulat 780. Mario Gozio, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, es freut mich, zum Voraussagen vielleicht gerade, dass so viele Leute hier innen Fasnächter sind. Es geht mir nicht anders. Ich bin schon seit ein paar Jahren, ich mag mich fast nicht erinnern, wie lange das her ist, in einer guten Musik. Und das Herz, das brennt für die Fasnacht. Für mich ist das ganze Jahr lang immer etwas zu tun für den Verein. Und es ist extrem schwer, natürlich jetzt nachvollziehen, oder es ist extrem schwer, momentan in dieser Situation zu sein, wo man nicht weiss, ist etwas und wie ist es. Und wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, etwa feiert die Fasnacht so, etwa so, es kommt eigentlich gar nicht so drauf ab. Was ich vielleicht aber sagen kann, ist, wir sind ja eigentlich schon mitten in der Vorfasnacht. Also ich weiss, in der Stadt Luzern ist das nicht so ein grosses Thema, aber bei uns auf dem Land, und ich sage auch Willis auch Entlebuch im Seetal, das ist ein extrem grosser Teil. Also man ist jedes Wochenende, man muss sicher als Guggenmusik mindestens einmal unterwegs. Und es ist jetzt schon sehr schwierig. Es gibt immer wieder Feste, die abgesagt werden, Feste, die 3G haben oder 2G+. Und dann weiss man nicht, ja, passiert jetzt etwas oder kann man gehen mit dem Verein. Es gibt Vereine, die müssen es absagen, weil sie selber Zertifikat nicht haben intern und das Fest nicht können stellen. Ich glaube, wir wollen wirklich alle Fasnacht machen. Und dass aber eine Fasnacht nachher nicht mit dem Lilo zu vergleichen ist, das sollte auch klar sein. Und eben auch, dass der Regierungsrat die Umzüge nicht organisiert. Das wäre vielleicht mal ein lustiges Projekt, aber es muss jetzt nicht das Jahr sein. Wir Grünliberalen, wir sagen, wir stellen uns hinter das Postulat. Also wir sind einverstanden, wir werden das unterstützen. Einfach aus dem Grund, weil wir hoffen, dass der Regierungsrat sich einsetzt, dass man irgendetwas machen kann. Wie auch immer, dass es dann nachher aussieht. Was uns aber wichtig ist und was wir wissen, dass sie stattfindet, das ist die Pandemie. Die ist nicht vorbei. Die läuft und wenn es irgendwie sein sollte, dass der Bund Massnahmen durchgibt und dass das dazu führt, dass wir so Anlässe nicht werden können machen, dann ist das zu respektieren, weil wir können es uns nicht leisten, das Gesundheitswesen wieder so extrem zu belasten oder weiterhin so zu belasten. Und auch für uns Vereine, es ist keine Lösung, wenn wir irgendetwas durchstieren. Das ist bei uns nachhaltig nicht gut. Darum, wir unterstützen das Postulat und ich hoffe, ihr macht das auch so. Danke vielmals. Damian Hunkler, Sie haben das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Fasnächtler und Nicht-Fasnächtler. Keine Angst, ich halte keine Fasnachtsrede, für das ist das Thema zu wichtig. Grundsätzlich gibt es zu den Antworten von der Regierung zu diesen Fragen und zum Postulat von Jasmin Ursprung nicht viel hinzuzufügen. Die Regierung stellt richtig fest, dass die Fasnacht stattfinden kann. Und zwar in den vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen. Und das freut alle. Vor allem die von dem rüdig verreckten Virus angesteckt sind, von dem völlig ungefährlichen Fasnachtsvirus nämlich. Damit jetzt auch die Umzüge stattfinden können, muss die Regierung nicht einmal viel Fantasie aufbringen. Selbstverständlich ist Fasnacht eine kulturelle Veranstaltung. Was für eine Frage. Und denen Vertreter in der Regierung, die das nicht glasklar sein sollte, denen würde ich gerne einen Grundkurs Fasnacht anbieten. Zudem ist das Zuschauen und das Teilnehmen an der Fasnacht eine freiwillige Angelegenheit. Eine, die in der eigenverantwortlichen Entscheidung von jedem Einzelnen von uns liegt. Nur schon deshalb wird die Teilnehmerzahl an der Fasnacht wahrscheinlich ein bisschen geringer sein als andere Jahre.
Ich wünsche also der Regierung und vor allem Guido Graf viel Mut für einen rüdigweisen Entscheid. Ein Entscheid, der heute gefällt werden muss, sodass am runden Tisch von heute Abend nämlich Nägel mit Köpfen gemacht werden können. Und lieber Guido, deine Präsenz heute Abend würde allen Beteiligten sehr geschätzt und wäre ein starkes Zeichen. In diesem Sinne danke ich für die Unterstützung der erheblichen Erklärung. Ferdinand Zehnder, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Mitte-Partei bedankt sich für die Beantwortung von dieser Anfrage sowie die Entgegennahme vom Postulat von Jasmin Ursprung. Das Lichtfestival Lilo Luzern mit der Fasnacht zu vergleichen ist wohl schwer. Parallel sind die vielen Menschen auf den Plätzen. Eine Ungleichbehandlung stößt aber bei vielen auf Unverständnis. Für den Ärger von bereits in der Vergangenheit abgesagten Veranstaltungen auf den Plätzen in der Innenstadt. Da haben wir gewisses Verständnis. Es ist gesunder Menschenverstand gefordert, pragmatisches Handeln gewünscht. Der Regierungsrat zeigt das mit der Beantwortung der Fragen und mit der Entgegennahme des Postulats. Wie auch im Sinn der Teilnahme am runden Tisch vom heutigen Abend. Aber wenn wir gehört haben, die Teilnehmer vom runden Tisch wünschen sich eine persönliche Teilnahme vom Regierungsrat. Gern möchte ich aber ein Beispiel noch erwähnen. Stellen Sie sich vor, die Bewilligung für die Fasnachtsumzüge würde nicht gegeben werden. Viele Fasnächtler, Gruppen, Musiker, Familien werden trotzdem in die Stadt kommen. Und die kommen unaufgefordert und werden sich wohl kaum das zweite Mal die Fasnacht verbieten lassen. Wäre es denn vielleicht nicht geschickter, die Anlässe unter Auflagen zu bewilligen? Provozieren wir sonst ein unkontrolliertes Durcheinander? Viele Menschen und Gruppen produzieren wohlweislich ungewollt ein Chaos. Und wer kann dann dort die Ordnung durchsetzen? Wir attestieren der Regierung die Grösse und danken für die Teilnahme am heutigen rundigen Tisch. Und um es mit den Worten von Guido Graf zu sagen, wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen. Wir hoffen sehr, dass die Fasnacht wie auch andere Veranstaltungen zukünftig bewilligt und durchgeführt werden können. Wir befürworten die volle Erheblichkeit des Postulats. Markus Schumacher, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ein Bundesrat, der Bundesrat Berset, denkt laut darüber nach, ob man das Zertifikat aufheben kann. Und Sie denken darüber nach, ob man die Fasnacht canceln muss. Dabei geht es eigentlich nur um den Teil der Fasnacht, wenn man es mal ganz streng anschaut, der draussen stattfindet. Wie die als mein Ursprung nämlich richtig gesagt hat, gibt es für die Restaurants, wenn es noch nötig ist, schon Schutzkonzept. Es kann doch nicht sein, dass man in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit, Bilder gesehen hat von Adelboden, von Wengen, bei Veranstaltungen wie Skirennen, die draussen stattgefunden haben, wo sich niemand darum gekümmert hat, ob Masken oder Schutzkonzept. Bei der Fasnacht sollen wir das jetzt aber schon machen. Das muss man der Bevölkerung das erste Mal erklären und vor allem den Fasnächtlern. Und darum sage ich hier, jetzt, brüllen und überweisen. Danke. Marcel Budmiger, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin schon ein bisschen erstaunt. Erstens über das Postulat, wo uns jetzt plötzlich die Aufgabe gibt, wir sollen hier über Fasnacht Ja oder Nein sagen. Wir sind nicht Bewilligungsinstanz, nicht von irgendwelchen Veranstaltungen. Sonst müssen wir in Zukunft immer, wenn irgendjemand in einem Verein ist, wo die Gemeinde die Bewilligung nicht geben will, bringen wir machen einen Vorstoss und fordern dann die Regierung und wir als Parlament sollen sagen, doch, die und die dann der Gemeinsanlass dürfen stattfinden. Also es ist nicht unsere Aufgabe, von dem her sind wir sehr erstaunt, dass wir da eine vollständige
erhebliche Klage auch von Seiten von der Regierung nimmt, weil streng genommen ist auch nicht die Regierung Bewilligungsanlass, wie die Stadt Luzern zum Beispiel, hat eben auch noch Stadtraum und Veranstaltung, hat auch die Stadt noch etwas dazu zu sagen. Es ist in dem Sinne auch nicht die Aufgabe von der Regierung, die Fasnacht abzusagen. Was aber sehr wohl Aufgabe von der Regierung ist, ist die Rahmenbedingungen festzulegen. Und da verstehen wir auch nicht, wieso sie jetzt die Verantwortung im Bund abgeben, weil im Postulat steht ganz klar, der Kanton darf keine weitergehende Massnahmen als Bundesvorgabe ergreifen. Also auch wenn in Luzern Infektionsherd würde ausbrechen, nein, wenn der Bund kein Problem sieht, wenn wir nur ein Problem in Luzern haben, soll die Kantonsregierung, soll der Gesundheitsdirektor nichts mehr machen. Wir finden, das ist verantwortungslos und ich verstehe es wirklich nicht, wieso als dort Regierung, ich nehme an, sie hat den Gesundheitsdirektor überstimmt in dieser Frage, wieso als dort Regierung auf vollständig erheblich plädiert, weil es ist aus unserer Sicht verantwortungslos, einen Monat im Voraus zu sagen, wie die Pandemie auswirkt. Wir wünschen uns alle, dass die Fasnacht stattfinden kann in einem normalen Rahmen, aber wir können jetzt hier auch nichts erzwingen. Was es braucht, sind klare Vorgaben, wie was kann stattfinden, weil es ist klar, es wird etwas stattfinden und das fordern wir mit der teilweise erheblichen Erklärung. Regierungsrat Guido Graf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich erlaube mir, den Bezug zu Lillo nicht mehr zu machen. Also ich denke trotzdem, dort gibt es verschiedene Unterschiede. Also ich erlaube mir, direkt eine Bemerkung zu machen zu Fasnacht 2022 und ich hoffe einfach, dass Damian Hunkeler, ist er noch da, gut zuhören. Die Luzerner Regierung plant nicht die Maßnahmen des Bundes auf die Fasnacht hin im Moment zu verschärfen. Wir haben keinen Grund dafür. Die Covid-Verordnung gibt uns vor, das ist eine Bundesverordnung, was möglich ist und was nicht. Punkt. Also es ist eine reine technische Beurteilung und keine politische Beurteilung. Also die Spielregeln werden auf Stufe Bund gemacht. Gemäß der aktuellen Covid-Verordnung ist eine Straßenfasnacht nicht verboten. Im Vergleich zum letzten Jahr gelten keine Vorgaben mehr, wie viele Leute sich im öffentlichen Raum zusammenfinden dürfen. Alles, was gemäß Bund erlaubt ist, gilt auch für den Kanton Luzern. So wurden gewisse Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Fasnacht auch schon bereits bewilligt. Das wurde auch vorhin gesagt. Bei einer Veranstaltung mit mehr als 300 Personen gilt die 3G-Pflicht, das heißt geimpft, genesen oder getestet, Stichwort Wengen, Adelboden. Das gilt auch zum Beispiel bei einem FC-Spiel, zwar nicht Fasnacht, aber etwas ähnlich manchmal. Oder ich sage jetzt ein Beispiel, der Umzug in Hochdorf, der wird bewilligt, und zwar aus diesem Grunde. Man kann das Gelände absperren, man macht dort eine Eintrittskontrolle und kontrolliert, ob die 3G-Regel eingehalten werden kann. Bei Veranstaltungen drinnen, wie Maskenbälle, gelten auch weiterhin die Vorgaben des Bundes. Das sind 2G, Maskenpflicht und Sitzpflicht oder freiwillig 2G+. 2G+, gilt überall dort, wo Maskenpflicht und Sitzpflicht bei Konsumation nicht möglich ist. Ich kann Ihnen auch sagen, in Sursee, was ich mitbekommen habe, Sursee will die Fasnacht hier in der Halle machen. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht liegt es an uns. Auch eine Beizenfasnacht, meine Damen und Herren, ist unter Einhaltung von 2G mit Maske und Sitzpflicht freiwillig 2G+, oder zwingend 2G+, wo die Masken- und Sitzpflicht bei Konsumation nicht umgesetzt werden kann, möglich. Und jetzt, Herr Kantonsrat Damian Hunkeler, größere Veranstaltungen, wenn diese nicht abgesperrt werden können,
sind hingegen im Moment nicht zugelassen. Das hat nichts zu tun mit Kultur, es ist einfach so. Also im Moment, das sind Umzüge, das sind eigentlich Tagwache, Orangenschlacht und organisierte Guckerbühnen etc., die sind nicht zulässig. Und jetzt kommt der Schluss. Wichtig ist, dass die Regeln im Zeitpunkt der Fasnacht zu beachten ist. Das ist in rund einem Monat. Es ist wirklich möglich, dass Verschärfungen oder auch Lockerungen bis dahin möglich sind. Ich muss Ihnen nochmals sagen, es gilt auch hier, es gelten die bundesrechtliche Covid-Verordnung. Und jetzt erlaube ich mir eine Schlussbemerkung. Meine Damen und Herren, uns, also der Regierung, ist es jedoch wichtig zu betonen, dass die Lage immer noch angespannt ist. Der Bund verfolgt die Lage und wird in 2 Wochen eine neue Beurteilung vornehmen. Das hat nichts zu tun, ob die Zertifikate abgeschafft werden oder nicht. Das Zertifikat werden wir auch in Zukunft brauchen, wenn wir reisen ins Ausland. Was immer der Bund entscheidet, gilt auch für den Kanton Luzern. Bei allen Aktivitäten rund um die Fasnacht ist es jedoch sehr wichtig, dass Hygienemaßnahmen eingehalten und die Schutzkonzepte umgesetzt werden. Besten Dank. Ich habe noch eine Bemerkung zum Postulat Jasmin Ursprung. Da bitte ich Sie, aufgrund von unserer Antwort dieses Postulat zu überweisen. Ich glaube, die Spielregeln, die Rahmenbedingungen, die habe ich jetzt im Namen der Regierung klar definiert. Besten Dank. Der Regierungsrat empfiehlt erhebliche Erklärung. Wir können bereinigen. Wir machen 2 Abstimmungen, erhebliche Erklärung gegenüber der teilweise erheblichen Erklärung in der ersten Abstimmung, das Obsiegende gegenüber der Ablehnung. Wir können abstimmen. Wer das Postulat erheblich erklären will, drückt die Taste 1. Wer es teilweise erheblich erklären will, drückt die Taste 2. Sie können jetzt abstimmen. Sie haben das Postulat in der ersten Abstimmung mit 81 zu 31 Stimmen erheblich erklärt. Es folgt die 2. Abstimmung. Erhebliche Erklärung gegenüber der Ablehnung. Sie müssen warten. Wenn Sie das Postulat erheblich erklären wollen, drücken Sie Taste 1. Wenn Sie es ablehnen wollen, drücken Sie die Taste 2. Sie können jetzt abstimmen. Sie haben das Postulat mit 81 zu 29 Stimmen erheblich erklärt. Die Anfrage ist erledigt, das Geschäft ist erledigt. Der Antrag zur Traktandenliste machen wir nach dem Mittag 14.00 Uhr. Ich wünsche einen guten Tag.